Hallihallo, Hallöchen. Wir machen wieder Livestream am Samstag hier auf meinem Kanal MZ80 auf der Karte Porta Westfalica. Und wir spielen Multiplayer, jeder kann mitspielen. Und momentan bin ich noch allein. Und ja, schauen wir mal, wer da noch alles dazu kommt. Also, lasst uns beginnen. Ich habe hier Sonnenblumen gepflanzt. Da stehen jetzt noch die ganzen Traktoren, die werden wir mal zum Hof bringen. Ich glaube, wir fahren gleich in Kolonne. So wie wir es sonst auch machen, wenn wir alleine sind. Jawohl. So. Sirion. Also, versuchen wir es gerade nochmal. Das fängt ja schon gut an. Gleich rausgeflogen hier. Also, da können wir gerade mal schauen, wo das hier reingeht. Multiplayer beitreten. Da könnt ihr unten euren Namen eintragen, wenn ihr wollt. Euren. Ob ihr Männchen oder Weibchen spielen wollt, auf Weiter Deutschland. Dann sind da Porta Westfalica. Zwei sind schon drauf. Passwort wäre MZ8022. Starten. So, Claudia, grüße ich noch. Silvan, zwei Großmann, Hallöchen, Dorfnachbar. Andreas Schröder, Hallöchen. Marcel Pfeiffer, hallo. Martin Blücher, schön bist du mal wieder da bei mir. Grüße dich. Simon Moosmüller, Hallöchen. Und der Michael Luik, schönen guten Abend, schön bist du auch da. Und der Reval, Hallöchen, du bist auch oft dabei. So, wir starten mal. Der Wolli betritt den Server, die Prue betritt den Server, also sind wir schon eigentlich. Eigentlich zu dritt. So, ich schaue noch, ob ich den Wolli gerade noch in Teamspeak runterziehen kann. User was moved to your channel. Jetzt funktioniert's. Schönen guten Abend. Hallo, Mike. Hörst du Hallo, mich? ich höre dich. Schön, bist du da. Juhu, juhu. Ja, letzte Woche konnte ich nicht. Ist mir was dazwischen gekommen. Jo, wenigstens bist du diesmal da. Hab ja immer, ich hab den letzten Stream angeguckt und der Folli kommt und kam nicht. Und kam nicht, und kam Und nicht, und kam nicht, kam und nicht. kam nicht. Aber jetzt bist du ja da, jetzt können wir da loslegen. Wir haben viel zum Ernten. Oh, ja. Ich glaube, unten am Feld, ich muss gerade schauen, 85 stehen zwei Mähdrescher und Fahrzeuge. Da könnten wir eigentlich gleich anfangen. Weitermachen mit Dreschen. Da sind wir das letzte Mal, haben wir da aufgehört. Den Martin habe ich wahrscheinlich das letzte Mal übersehen. Tut mir leid. Aber jetzt habe ich dich erkannt, gesehen. Der Janis ist noch da. Hallöchen. Und der Silvan 2 fragt noch, ob ich am 15. kommen kann. Ist so im Kalender notiert. Super. Ich kann in meinem eigenen Spiel nicht mitspielen. Fliege ich andauernd vom Server hier. Also. Multiplayer. Beitreten. Auf Deutschland. Karte ist MZ80 Porta Westfalica. Und starten. Also bei mir hat er immer angesagt, falsches Passwort.
Aha, ja, ich habe das Passwort noch nicht geändert gehabt. Nee. Aber jetzt ist es wieder so wie immer, MZ8022. Ja. Und ich weiß gar nicht, was heute los ist. Jetzt habe ich das Spiel sicher schon eine halbe Stunde offen und war auf der Karte und jetzt fliege ich andauernd raus. So, der Paul 06 ist auch da. So, es synchronisiert schon wieder. So, dann sage ich nochmal Hallöchen an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Ich sehe gerade, der Erik ist noch da, der Marek ist noch da. Und ja, ich versuche es nochmal. So, hier sind auf jeden Fall, das wäre hier unten das Feld. Bist du schon im Mähdrescher drin? Ja. Ich komme gleich mal mit einem LKW rumgefahren. Okay. Könnte ich dich abtanken oder so? Ja, noch nicht. Aber es ist 7000 drin. Die Aha. Hälfte ungefähr. Ich glaube, der andere, der ist nämlich schon voll. Aha, So, der steht da hinten. Warum sind wir nicht im Weg? der wird natürlich im Weg stehen. Lego Nelle, Hallöchen, Servus. Schön, bist du auch dabei. Und der Paolo 06 fragt, ob man mitspielen kann. Jawohl, man kann mitspielen. Man braucht einfach die Karte Porta Westfalica. Und der Tobi ist auch da. So, der Tobi ist aber noch nicht im Teamspeak. Der Wolli ist hier am Dreschen. Der andere Drescher steht irgendwie da hinten, ganz komisch. Jetzt ist der Tobi auch noch im Teamspeak. Ich nehme ihn gleich rein. So, ich muss mal hier den Drescher wegholen. So, nehmen wir den Tobi noch rein. User was moved to your channel. Hallo. Hallo. Hallo, Tobi. Und alles klar? Natürlich, alles fit. Natürlich, alles fit. Hast du das letzte Wochenende gut überstanden mit deiner Musik? Ja. War das ein voller Erfolg? Das hab ich gut überlebt. Okay. Sehr gut. Wir sind auf dem Feld 85. Ich sehe schon. Und wenn du willst, kannst du uns hier unterstützen. Wir bräuchten einen, der abfährt und pflügen müssten wir auch noch. Flug steht schon da. Wir haben zwei LKWs hier unten und zwei Mähdrescher. Ich fahre erstmal ab. Jetzt hängt es schon wieder bei mir. Boah, jetzt fliege ich bestimmt gleich wieder raus. Ich versuche nochmal auf die Karte zu kommen. So, bei irgendeinem läuft noch der Fernseher, glaube ich, nebenbei. Er ist bei mir. Ich habe mal ein bisschen zu laut.
Der Silvan fragt noch, ob ich abfahren kann. Kann ich nachher bestimmt, aber ich komme ja hier, ich fliege ja andauernd hier aus meiner Karte. Der Sascha, Hallöchen, schönen guten Abend. Ja, bei uns ist fast alles klar. Die anderen sind dann arbeiten und ich versuche auf den Server zu kommen. Der Jan ist noch da. Jan, Luca, Lukas. Und da kommt noch die Frage von Legionelle, ob ich die Mehrzweckhalle runtergeladen habe. Ne. Habe ich nicht. Die braucht man ja gar nicht auf der Karte hier. Die brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben so viele Lagermöglichkeiten. So, jetzt versuche ich nochmal in den Mähdrescher zu springen. Also Geräte haben wir da. So, mal schauen, wie lange ich jetzt wieder drauf bleiben kann. Der Marcel Pfeiffer geht schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Oder vielleicht ist er auch gerade gekommen. Na, der war vorhin schon da. Auf. Der Zielas ist noch da. Zielas Worlin. Worlin? Worlin? So, Wolli, ich versuch schneller zu fahren wie du, aber es geht nicht. Oh, der Tobi kommt da mit 200 hier angeschossen. Connected. Uiuiui, ich glaube, mein ganzer Computer, der spinnt hier rum. Was ist denn hier los? So, das geht gleich wieder weiter, hoffe ich. Also, Versuch Nummer, keine Ahnung. So, ich fahre mal hier die Geräte zum Hof. Sonnenblumen habe ich gepflanzt und es sollten eigentlich schon mehr Felder fertig sein wieder, was wir da ernten können. Irgendwie hat uns ja, glaube ich, Weizen gefehlt. Das müsste eigentlich auf 2, 3 und 4 sein, irgendwas so da in der Ecke.
So, letzter Versuch. Hat das Spiel schon gestoppt? Ja. Synchronisiert gerade. Tut mir leid. Irgendwie ist heute der Wurm drin. So, starten. Genau, da bin ich hängen geblieben. Der Traktor voll in die Wand gerauscht. Super, der nächste fährt auch in die Wand. Hallo Pru. Die Pru wollte vielleicht auch mitspielen, aber wenn das heute nicht funktioniert hier bei mir. Also ist der Stream wieder da? Der Stream ist wieder da, aber der wird jetzt muss wahrscheinlich aktualisiert werden, damit man ihn überhaupt sieht. Nehme ich mal an. Ich hatte YouTube komplett ausgemacht gerade. Wo er weg war. Momentan läuft es noch. Mal schauen, wie lange. Hafer sind wir gerade am Ernten. Aha. Das war jetzt ein paar Mal, Puh. Das bin jetzt bestimmt 5-6 Mal hier rausgeflogen. Aber jetzt läuft es. Qualität ist nicht ganz so gut. Aber es ist momentan stabil. Mal schauen, wie lange ich jetzt drin bleibe. So, der Wolli ist am Abfahren. Und wir haben letztes Mal haben wir hier das riesige Feld gekauft. Das ernten wir jetzt das erste Mal ab. Werden nachher das anfangen zu pflügen und wieder was drauf zu machen. Für was sind die Felder eigentlich unten? Was? Für was sollen die Felder dann hier unten sein? Hier ist irgendwie gleich so ein Getreidelager. So ein großes. Oder Getreidezug, da wollten wir das eigentlich mal reinmachen. Getreidezug ist gerade hier neben dem Feld. Wollen wir es da mal verkaufen direkt? Ja, so. So wäre mal der Plan gewesen. Gleich so wie es ist, vom Feld runter zur Verkaufsstelle. Was? So wie es gleich ist, vom Feld zur Verkaufsstelle. Ja, genau.
Mal schauen, ob wir dafür was bekommen hier für das bisschen Hafer. Der erste LKW war ja schon voll. Ist der Wolle jetzt im anderen LKW? Ja. Gehst du das verkaufen? Ich bin auch nicht voll. Der hintere, da muss noch was rein. Ja, ich bin dann schon bei 70%. Ja, dann komm ich mal. Das wäre cool. Ja, jetzt wird es aber voll werden, glaube ich. Ich bin voll. Wo möchtest du das verkauft haben? Da beim Getreidezug hätte ich es mal versucht. Beim Getreidezug. Mal gucken. Das müsste ja gleich da irgendwo sein, da bei der Brücke. Ja, ich sehe ihn. Ja, ja. Ein Fan 714 ist auch da, hallöchen. Oder jetzt heißt er ja LP mit Fan 714. Let's play. So, manchmal reicht das Schneidwerk und manchmal bleibt dann doch noch hier beim letzten bisschen eine Reihe stehen. An der Pru, ich glaube, komm doch einfach. Ich nehme dich gerade mit dem Teamspeak. Momentan sieht es eigentlich gut aus. Du bist ja eigentlich, wenn ich das richtig gesehen habe, schon im Spiel eigentlich drin. User was moved to your channel. Hallo. Hi. Hi. Schönen guten Hallo. Abend. Nein. Denkst du, ich kann joinen oder soll ich es sein lassen? Du bist eigentlich schon drauf. Was? Hä? Ja.
Nein? Nicht? Ja, ich kann mal. Ich habe einfach Angst, dass dein Internet abkackt. Es zeigt mir das aber an, damit du da schon auf der Karte bist. Das Spiel sollte an sein. Ja, aber du hast mir da irgendwie was ganz Komisches eingestellt. Ich hab gar nichts eingestellt. Ich hab ganz ein kleines Bild. Ja, das weiß ich auch nicht. Da wollte ich nicht rumstellen, warum das Bild so ist. Ich dachte, du kannst das irgendwie noch so größer machen. Mhm. Jetzt bist du aber rausgegangen. Ja, ich muss das ganz klein. Ja. Ich wusste die Maße nicht von dem Bildschirm. Ach so. So, jetzt war ja auch noch ein Streifen gewesen. Ja, ganz alles. Für alles hat es nicht gereicht. Da war ich zu schmal mit dem. Aber hätte ich nochmal das Schneidwerk noch dran lassen können. Hab ich ja. Ich bin ja nochmal nach hinten. Aha, du hast es schon abgebaut. Ja, sonst fahre ich nochmal nach hinten. Ja, ich setz nochmal dran. Okay. Dann mache ich mal den LKW hier noch leer. Und für die Pru, die muss da bei den Optionen reingehen. Bin ich schon. Bist du schon? Umgestellt, aber jetzt muss ich dann irgendwie noch mal rein. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Ja, ist ganz einfach. Hat sich nichts verändert. Ist wie Fahrradfahren. Also wo finde ich dich jetzt da? Deutschland 2, Deutschland, wo muss ich? Deutschland? Okay. Kannst du da abkippen, Wolli? Nein, deswegen warte ich auf dich. Aha, hab ich mir schon fast gedacht. Rein. Ich weiß nicht, wie. Aha, jo. Sieht bei mir genauso aus. Puh, hast du es gefunden? Nö, welche Karte? MZ80 Porta Westfalica. Mit Passwort. Ja, sollte eigentlich schon alles eingestellt sein. Nee, irgendwie nicht. Sollte eigentlich schon oben links da Karte, also Porta Westfalica stehen. Irgendwie können wir hier gar nicht abkippen. Okay, neuer Plan. Ich glaube, wir bringen es zum Hof. Ich weiß nicht, was wir hier eigentlich hinbringen können. Ich muss mal gerade schauen. Ich dachte, beim Getreidelager kannst du alles abgeben hier. Getreidezug. Hallo Ron. Oh, hallo Ron. Bin rausgeflogen. Nee. Nee, was soll dieses Fragezeichen, Mike? Nee, Ausrufezeichen ist das. Hafer kannst du nicht verkaufen, weil Geld ist da. Ja, du kannst es nachher hier mit dem Zug wegschicken. Ah. Da fährt hier irgendwo so ein Zug los, glaube ich. Jetzt fährt er los. Oh, jetzt fährt er los. Da ist er. Da ist er. Wenn wir das jetzt abkippen hätten können, hätte der das jetzt noch weggebracht, dann gibt's noch mal ein bisschen mehr Geld. Ich habe sowas gelesen. Ich habe gerade mein Menü bei Preise geguckt, Hafer verkauft er nicht. Genau, das habe ich auch geschaut, das ist bloß so standardmäßig, was Dinkel, da abgeben Dinkel kann. Dinkel verkauft er noch und Rüdiger. Ah, Dinkel, ja, jetzt sehe ich das, ja. Was ist das Passwort, Mike? MZ8022. Ah. Na Ron, wie geht's dir? Okay, jetzt synchronisiert ist. Jetzt kommt die Pru. Mit einem großen Bild, glaube ich. Ja, endlich. Sie hat, glaube ich, so ein 80 Zoll Bildschirm. Das musste sie erstmal so groß machen, damit es überhaupt. Ja, Ron, uns geht's gut.
Schön mal wieder was von dir zu hören. Du bist im Erntestress. Bist du bei Rot gefahren oder hattest du Grün? Grün? Wieso hab ich Rot? Also, ein Ticket habe ich nicht gekriegt. Ich wollte dir hinterherfahren, jetzt muss ich hier warten. So, die Prue ist jetzt auf der Karte, oder? Ja, und ist laggy. Schon? Ja, bei mir ist laggy. Wird noch besser bestimmt. Mit Lags? Genau. Okay. Ich war auch mal zum Hof. Die sind auch voll hier. Ich hab keinen Platz mehr. Ach so, okay. Da kommst du gleich mit denen runtergefahren. Wart schnell. Wie sieht denn das aus auf dem 86? Da könnte nämlich sein, damit wir da auch gleich noch ernten können. Nein, noch nicht. Schade. Ja, du nimmst die Drescher mit am besten. Jo. Die wieder mit zum Hof nehmen. Und die Prus auf dem Hof, die kann sich ja da vielleicht mal umschauen. Oder ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, hast du mir das Dingens da, wo ich sehe, was ich da drücken muss, ausgemacht? Da kannst du auf F1 drücken. Jetzt bist du weg. Scheiße. Mit F1 blendet es ein. Mit F1 blendet es ein, genau. Reimt sich irgendwie. Jetzt bist du rausgeflogen wieder. Jo. Ja, irgendwas ist mit unser Internet nicht gut. Aber du hast es jetzt nicht gemerkt, ne, dass Lex hatte. Nein, ich bin. Bei mir läuft es jetzt komischerweise flüssig. Ich bin ja schon 5-6 Mal rausgeflogen zum Anfang hier. Und jetzt ist aber gut. Ich weiß nicht, was es hat. Schauen wir mal. Und der Justin Lauf möchte gerne noch mitspielen. Ja, immer gerne noch. Wir haben noch Platz. Wir können bis zu 10 Leute hier sein auf dem Server. Und der Fan 714 muss wieder los. Danke, hast du reingeschaut. Aber der Ron ist ja noch da. Sehr schön. Mike, ich habe mal eine Frage. Hat der Server hier auf Spotify ja auch mal gesponnen draufkommen auf die Karte? Weil bei mir hat er mal jetzt die letzten zwei Tage, da ging, er war online, aber ich konnte keiner mehr drauf gehen. Der hat mir nach Synchronisieren hat er gesagt, nö, ich streike. Nein, das habe ich noch nicht gehabt, damit ich hier nicht mehr drauf gehen konnte oder so. Da muss es irgendwie immer das letzte Backup wieder draufbringen und dann ging es wieder. Aber du hast die Südhämmern drauf, oder? Nee, ich habe auch hier die Porter. Aha. Nein, das habe ich noch nicht gehabt. Das war wirklich nervig die letzten Tage. Ich habe eher das Problem, damit mein Internet spinnt und ich dann nicht raufkomme. Vor allem, wenn mein Vorarbeiter hier auf der Karte arbeiten will und er kommt nicht drauf. Das ist schlecht, ja. Wie viel seid ihr denn? Wir sind gerade so 5-6 Mann sind wir gerade. Cool. Die Pro wollte noch was fragen. Nee, das ist bei mir leckt's. Es könnte auch auf dem Hof sein. Also nur weil ich auf dem Hof bin. Ja, weil da so viele Geräte sind. Das kann natürlich sein, damit die Geräte da. Da ein bisschen einen Fehler machen. Aber du kannst ja mal so durchseppen oder so. Ja, ich bin auf der Fähre.
Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich gewusst. Jetzt der Fähre da irgendwo rumfahren. Ja, das, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Okay. Okay, jetzt hat sie irgendwas mit der Fähre gemacht. Wo ist denn jetzt der Metroschall hin? Oh. Ach, ich hatte. Mit der Fähre fahren ist recht schwierig. Ja, wieso fahren da Schiffe? Das ist so ein Fluss. Ja, aber. Hat es dich gerammt? Nein. Sicher? Ja. Gibt's denn da mehrere Anlegeplätze da? Nein. Oder nur das gleich vis-à-vis? Ja, genau. Ach so, okay. Ich glaube, der Rest ist nämlich, kannst du gar nicht fahren vom Fluss, weil der ist irgendwie zu flach. Du kannst bloß da hin und her fahren. Mike? Ja. Ich hab sie versenkt. Die Fähre, die ist noch nie untergegangen. Doch, die ist. Doch, kann auch untergehen, wenn man zu weit geht. Wenn man außer vom Bereich steht. Aha, dann ist das andere Wasser zu tief. Die kann nicht schwimmen, die Fähre. Bist du irre? Ich hab sie auch schon mal versenkt, aber es hat viel rausgekriegt. Ah, okay, ja, es geht wieder. Fährt sie noch? Ja. Okay. Ich würde vorschlagen, die Pru fährt lieber nicht mit der Fähre. Wenn ich schon mal mit Follow Me fahre, oder muss es der hintere aufhängen? Ja, das passiert mir auch ständig. Der Silvan fragt noch, wo denn Matze ist. Matze hat jetzt einen eigenen Kanal, der spielt jetzt immer alleine. Ne, alleine spielt er nicht. Er spielt auf seiner Karte. Der ist hier schon 3-4 Wochenende nicht mehr da gewesen. Ich glaube, da hat er vorhin einen Livestream geschaut auf der PS4. Ja, der macht, glaube ich, jeden Tag da irgendwie Livestream. Ne, jeden Tag nicht. Auf jeden Fall wird es nicht angezeigt. Ah, warte mal, ich muss ja ganz woanders hin. Mensch, wo ist hier ein LKW? Ich brauche einen LKW. Du hast doch einen gehabt. Ja, der hat ja da, so ein Ding brauche ich, mit Auflieger. Okay, wart schnell. Kann ich noch abkippen? Ja. Wieso, das ist ja ein LKW mit Hänger. Genau. Also mit Kipper oben hinten drauf. So was brauche ich nicht. Du brauchst einen Sattelauflieger. Okay, kannst genau nehmen. Er kippt noch ab. Jupp. So, und da ist die Pro. Ja. So, hast du alles angeschaut? Leckt es immer noch? Ja, sitzt hier wieder, ja. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen wegen den Geräten und so. Jetzt hat es irgendwie aufgehört abzuladen. Jo, komm, ich zeig dir mal hier unseren Hof. Also okay, das ist hier die Waschanlage. Da waschen wir unsere Fahrzeuge drin. Dann haben wir hier so ein Lager für Karotten, Salat und Zwiebeln, Kartoffeln, Kohlsorten und Zuckerrüben. Das hast du die Schilder da platziert oder sind die dann da? Die sind da. Okay. Ist noch cool. Ja, das Beste ist noch nicht gesehen. Muss mal. Komm mal mit. Ja. Das ist ja bin hier ich der nicht Weg? Das ist ja hier nicht so eine normale Karte. Das ist ja hier so mit verschiedenen Produktionszweigen. Und da gibt es hier so eine kleine Tafel. Ach du Kacke. Jupp, genau. Und da kann man dann verschiedene Sachen herstellen. Und natürlich wird dann irgendwas daraus produziert und das können wir dann nachher verkaufen. Wir können zum Beispiel bei der Zuckerfabrik, wer jetzt 100.000 Zucker schon produziert, die könnte man abholen. Oder wer sogar noch
Zigarrenfabrik, Zigarettenfabrik haben wir. Wir haben Schnaps, Bier, wir haben eigentlich alles. Wir haben sogar Schnitzel. Wir können unsere Schweine zum Metzger bringen. Und die Kühe und die Schafe. Schön, schön zum Grillen. Zum Grillen, genau. Da holen wir uns noch Bier aus dem Lager und dann geht's hier los. Wo ist denn schon wieder der Schellmetrerschein? Jo, so sieht's aus. Ach, das ist ein Dolly Term. Ach. Wo hängt der denn? Hier haben wir die Kühe. Wo ist sie denn? Da haben wir das Futter für die Kühe. Hier sind die Kühe. Die müssen eigentlich sauber gemacht werden. Hier liegt das ganze Futter hier vorne rum. Oh. Hast du eigentlich schon mal den Mod, den Eli? Den habe ich noch nicht drauf gemacht. Okay. Jo, hier hinten kann man die Milch abholen. Da steht sogar schon Anhänger. Dann kannst du das wieder zur Produktion bringen. Kannst du entweder Haarmilch draus machen oder Joghurt oder irgendwie sowas. Brauchst immer ein paar verschiedene Sachen, dann kannst du was herstellen und nachher wieder teuer verkaufen. Jetzt möchtest du natürlich einen Job haben, hä? Nee. Nee. Ich habe ein Büro. Das wäre auf der anderen Seite. Ja, da haben wir da noch Kartoffelwaschanlage. Da hinten steht auch noch ein LKW. Das hat der Wolli gar nicht gesehen. Hier können wir Kartoffeln waschen. Dann kommen da hinten gewaschene Paletten raus. Kartoffeln. Dann kann man die wieder wegfahren. Ja, aber wir könnten vielleicht irgendwas für dich finden. Vielleicht willst du irgendwo was beliefern. Okay. Schauen wir mal, wo sie noch was brauchen und was wir eigentlich haben. Wasser, Milch. Hier wäre zum Beispiel Milch zum Milchmax. Oder Wasser. Aber das wäre eigentlich fast eins. Dann könntest du hier den einen LKW nehmen. Hier ist ja Stau. Der hier hinten steht. Den da. Kannst du da mal einsteigen? Ich weiß nicht, kann ich da auch einsteigen? Über den kann ich nicht einsteigen. Dann kannst du den Anhänger abmachen. Oh Gott, Moment. Okay. So. Okay. Okay, er läuft. Jetzt kannst du da versuchen, hier hinten hinzufahren und den Anhänger ranzumachen für die Milch. Leckt's immer noch? Nein. Okay. Aber es wäre jetzt eine gute Ausrede ja, gewesen. Ja, hätte ich jetzt gesagt, ja. Genau, da kannst du da rückwärts reinfahren. Rückwärts so an den Anhänger ran. Was? Auch. Ach du Scheiße. Ja, das ist nicht so schlimm. Dann zeigt es dir irgendwann eigentlich an, damit du den eigentlich ankoppeln kannst. Ja. Genau. Jetzt kannst du den noch beladen. Okay. Frag mich nicht mit welcher Taste. Also schon hier kann ich das gerade. Ja, das ja, ist da schon Milch drin. Aha, jetzt kann ich hier Multitank auffüllen mit R, ne? Ja. Okay. Ja, das füllt. Genau. Und wenn du auf der Karte schaust, kannst du nachher zum Milchmax. Wo ist die Karte? Nicht mit M, ne? Was? Da geht das Ding auf. Aha, man kann die Türen aufmachen, ja. Der ist, glaube ich, unten bei Feld 29. Die Karte geht
Weiß gar nicht, Tastatur kenne ich mich nicht aus. Deine Tür ist offen. Ja, ich weiß nicht, wie zumachen. Mit M ging die jetzt auf. Ich hab keine Ahnung. Geht's ah, nicht? Mit 9 ist die Karte bei mir. 9. 9. Und jetzt muss ich da zu dem Milch Max. Ja, das ist da bei Feld 29 unten. Ja, ich seh's. Okay. Tschüss. Tschüss, lass die Tür ruhig offen, ist eh warm. Ja, ich weiß nicht, wie schließen. Ich glaube mit R, bin mir aber nicht sicher. Du kannst eigentlich mit der Leertaste, wenn du drin sitzt, bloß Außenansicht bestimmt, oder? Ja. Ach, das ist ja gar keine Straße. Die Straße ist da, ja. Wenn du da links fährst, kommt nachher da eine Straße. Wir könnten sonst die LKWs tauschen, dann kann ich mitfahren. Was ist mitfahren? Da kann ich nebenan sitzen. Nee, lieber nicht. Das reicht schon, wenn wir das sonst haben. Okay. Sie mag nicht. Für die, was es nicht wissen, die Pru ist ja quasi heute der Chef. Das ist ja meine Frau quasi. Ja, ja. Und die mag es sonst auch nicht, wenn ich neben ihr im Auto sitze als Beifahrer. Nein. Und die ganze Zeit rumheult. Wir werden alle sterben. Genau, wir werden alle sterben, ja, wenn du fährst. Der Schelden 51 fragt, kann man doch mitspielen. Aha, hab ich gar nicht gesehen. Ja, natürlich kann man mitspielen. Immer gerne. So, ich werde mal ein bisschen die Tiere sauber machen. Und die Pru findet den Weg. Ja. Okay. Glaub schon. Ist nicht so schlimm, ich habe auch immer Schwierigkeiten bei den ganzen Straßen hier. Seid ihr eigentlich alle immer so still? Ich rede nicht sehr viel. Okay. Niemand sagt was. Ach Mensch, Mike. Was hab ich gemacht? Nee, du hast gar nichts gemacht, aber ich wollte die Kartoffelwaschanlage mal in Gange bringen, aber dieses blaue Förderband, der packt mir das nicht in meinen Hänger rein. Da sind 100.000 drin. Im Anhänger? Nein, in dem Haufen. Und da ist das Förderband vor. Warte schnell mal, ich schau mal. Warte mal. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich glaube, mit B kann ich starten. Oh. Ah ja, guck mal, einmal. Ich glaube, das bei den Schweinen ist etwas zu weit gekippt, oder? Ja. Ziemlich. Das ging recht schnell. Muss ich jetzt da. Wo muss ich jetzt das
Ich verstehe es nicht. Das auf dem Boden ist irgendwo, so ein kleines Feld oder auf die Rampe. Auf die Rampe ist ein Abkippen und hier wäre so bei... wahrscheinlich hier. Ja, das sollte wahrscheinlich fast aussehen wie ein echt. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Tank oder so ein Rohr müsste da irgendwie sein. Tank müsste ja, da, glaube genau, ich, stehen. Ja. Da müsste oben drüber eine Anzeige sein. Ich habe es tatsächlich geschafft. Hast du die Tür jetzt auch zubekommen? Nein. Ich habe die Milchbrote verkauft, aber. Keine Ahnung. Weil der Tank beim Milchmarkt ist leer. Aha. Hast du die Milch verkauft? Das war der verkehrte Tank gewesen. Ja, um die Ecke, wenn du rechts rumfährst, ist da wahrscheinlich noch ein Tank. Ja, deutsche Kartoffeln. Deutsche Kartoffeln? Genau. Aus der Porta Westfalica. So, Kartoffelwaschanlage läuft auf jeden Fall. Ja, auf Gott, ja. Jetzt müssen wir nur noch den Anhänger vollkriegen hier. Wie funzt das Förderband denn? Muss ich da immer, was muss ich machen? Eigentlich musst du auf B drücken. Ja. Und das geht nachher eigentlich immer so, wie es eigentlich aus der Anlage kommt, geht es automatisch raus, aber den Haufen selber nimmt es eigentlich nicht alles weg. Da musst du immer so hin und her fahren, damit es das erkennt. Aber das, was jetzt aus der Anlage rauskommt, schmeißt jetzt immer auf den Anhänger. Und wenn ich da ein bisschen hin und her fahre, dann nimmt er das von unten von den Haufen. Mhm. Ich bin voll. Aha. Ich fahr das mal weg jetzt. Hör das ein. Genau. Falls mich jemand sucht, ich bin bei der BGA 2, mal ein bisschen das Silo entleeren. BGA 2, ja, da sind wir auch mal stehen geblieben irgendwann. Da ist noch der Radlader und ein Trecker und so. Genau. Ich versuche diesmal bei den Kühen das nicht drüber wegzukippen, das Futter. Naja, man kann ja, glaube ich, Kuh schnell noch reinfahren, da geht's ja. Schweinestall ist schwierig. Bei den Schweinen ist es schwierig, genau. Okay, die Schafe habe ich noch vergessen, da muss auch noch hin. So, die Pro kann dann wieder zum Hof kommen, wenn sie will. Ja, ich bin ja schon da. Aber du, Mike, kannst du auch nochmal so ein Förderband kaufen? Sowas wie hier bei, wie bei den Kartoffeln ist? Ja. Das macht es dann hinten bei der BGA 2, dann brauchst du nicht nur einen Anhänger da drunter stellen. Ja, mach ich gleich. Jo. Immer wenn du machst, ist es, glaube ich, nicht gut. Doch. Du kannst ruhig fragen, wenn du Fragen hast. Nein. Okay. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich habe keinen Plan, wo ich den hinstellen soll. Oder soll ich den noch irgendwie mal... Du kannst kann ich nichts mehr reinmachen, oder? Das war ja leer. Aber du kannst den Anhänger wieder dahin stellen, wo er gestanden hat, neben dem Kuhstall. Und dann geben wir den anderen Anhänger.
Oder du willst irgendwas anderes machen? Nein, nein, ist schon okay. Boah, Mann, ich finde doch das nicht. Ach, das find's schon. Da, wo nein. Die Kühe sind. Ah, oh, nee. Jetzt wär ich zu den Schafen. Ja, die geben immer so schlecht Milch. Die geben viel zu wenig. Viel zu wenig. Und ich kann das nicht rückwärts. Du willst nur, dass ich beschäftigt bin, ne? Ja, ja. Eigentlich nicht. Aber mit dem ist es ja noch einfach zum Rückwärtsfahren eigentlich. Das ist kein Doppelgelenk. Mike. Ja. Komm mal her. Ich bin schon da. Ich bin hinter dir. Wart. Ich weiß nicht wie. Ja, so fast. Schon gut. Nein. Der lenkt noch hinten mit. Ja, das, der ist blöd. Das können wir nicht ändern. Wir haben bloß den. Ich sehe nix. Sieht gar nicht so schlecht aus. Bist ein bisschen zu... Erst ein bisschen gerade fahren. Gerade, ja, so. Gerade, gerade. Ja, fahr noch ein Stück zurück. Gerade. Also wie jetzt? Also so. So, damit der Anhänger gerade ist. Ja, nee, so wird's nix. Stopp, ich weiß, stopp. Ich kann das nicht. Warte, ich helfe dir schnell. Jetzt ist die Tür offen. Mit ja, dann schließ sie. Aber ja, mit der Maus. Fast wie in Real Life, ne, bei uns. Schnauze voll, ich steig aus, du kannst fahren. Genau. Ja, irgendwas muss ich ja auch ein bisschen besser kennen wie du. Ich mach dir gerade einen anderen Anhänger ran. Hallo Ben. Aber du kannst auch... Hallo Silas. Silas? Oder was? Ja, bestimmt. Er hat mich vorhin voll gemeckert, damit ich seinen Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Wer kommt den denn jetzt Nachnamen? Drauf? Das weiß ich nicht. Große Überraschung. Wer wollte vorhin mitkommen? Jetzt muss ich gerade überlegen, raufkommen. Ach hier, komm ich gerade nicht drauf. Der Schellenblau bestimmt. Schellen 51. Genau. Der hat vorhin angefragt. Ja. Jawohl. Und der Bomber ist auch da. Schön, bist du mal wieder dabei. So, ich zeig die Pro mal, was ich für einen Anhänger ranmachen kann. Da den großen roten. Den großen roten. Vielleicht. Ja. Mann, das ist so mühsam mit Tastatur. Das ist echt. Spielt ihr alle mit Pad? Ich spiel mit Gamepad. Ich musste das. Das ist. Boah, nee. Und ich mit Lenkrad. Ja. Olli hat das Lenkrad dafür. Ja, mit Tastatur ist, glaube ich, schon nicht das, so einfach. Ja, Frank, du kannst die Geschwindigkeit so schlecht. Oh! Mensch. Ach, egal. Aber geht das nicht, wenn du die Tastatur jetzt da anschließt? Damit es so funktioniert. Was die Tastatur. Ach, so die Gamepad. Die Gamepad meine ich, jawohl. Ja, aber ich weiß dann ja auch nicht, was drücken. Aha, aber. Ja, das ist dann nicht so schwierig. Also, was muss ich jetzt? Gute Frage.
Du könntest entweder dahin fahren, wo du jetzt warst, da könntest du Haarmilch abholen. Oder du fährst zum Lager und schaust, was da drin ist und könntest das verkaufen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was wir noch so machen könnten. Sonnenblumen haben wir noch nicht. Pflaumen. Kompost. Mike? Ja? Ich stehe gerade beim Händler wegen Förderband. Aha. Das Förderband. Ich bin noch gar nicht eingeloggt irgendwie hier. Förderband. Und die Pro will auch Arbeit und unser neuer Mitspieler will wahrscheinlich auch Arbeit. Förderband. Förderband ist da. Der macht glaube ich gerade einen Abfahrer für den Helfer. Hallo Thomas. Jo. Förderband Dankeschön. Ist da und die Pro braucht noch einen Job. Ich bin jetzt, hole ich doch diese Milch. Okay, sie holt da kenne ich jetzt den Weg. Ja, genau, danke. Hol mal die Milch, danke. Ja. Jetzt bin ich wieder. Der Thomas Hahn, schönen guten Abend. So, also Tiere habe ich sauber gemacht. Jetzt wollte ich eigentlich meine Fahrzeuge da aus dem Weg fahren. Da fehlt schon die Hälfte. Okay, das klingt gut. So, ich werde mal noch mit dem Traktor runter das Feld unten pflügen. 85. Hallo Maximilian, willkommen im Stream von MZ80. Ich kommentiere das jetzt ein bisschen. Ne? Der Maximilian Metzenmacher, der hat bestimmt wieder an seinen super Porsche rumgeschraubt und schaut jetzt wieder zu, weil er schon wieder fertig ist. Oder die Karre ist kaputt, ich weiß es nicht. Läuft der Porsche noch? Warte mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Falsche Taste. So. Der Maximilian ist ja hier unser Tuning-Schrauber. Der hat ja da so ein böses Gerät. Susanne? Hallöchen, schönen guten Abend. Und muss mal gerade fragen, der Wolli hat eigentlich Arbeit. Ja, ich fülle hier noch mal 2-3 Mal Kartoffeln auf. Und ja. Danach habe ich auch nichts zu tun. Sind jetzt eigentlich die Mähdrescher schon wieder im Einsatz? Weil ich stehe gerade noch auf dem Hof. Ja, wir könnten ja dann irgendwie, muss ich gerade mal schauen, was wir zum Ernten haben. Vielleicht könnten wir irgendwas noch zusammen ernten alle. Mhm. Zwei Mähdrescher und vielleicht gerade ein oder zwei Abfahrer, einen, der schon wieder das Feld fertig macht. Damit alle vielleicht auf ein Feld sind, das ist ja bestimmt. Stimmt nicht schlecht. Lambo. Nee, Lambo. Hat er jetzt einen Lamborghini? Hat er nicht letztes Mal einen Porsche gehabt, der Maximilian? Hat er einen geholt, ja.
Porsche ist kaputt. Fährt jetzt Lamborghini. Ja, jetzt. Weg mit Porsche. Jetzt ist Lambo dran. Ja, weiß ich nicht. Man weiß ja auch nicht immer, ob alles so wirklich echt ist, was sie sagen und schreiben, aber ich denke schon. Gibt ja nicht bloß so arme Schlucker wie wir auf der Welt. Gibt ja da auch noch welche, die andere Autos fahren. So, vielleicht sollte ich mal schauen, wo ich überhaupt hin muss. Ah, ich bin schon gleich da. Irgendwie ändert sich heute das Wetter, glaube ich, hier. Von sonnig auf bewölkt. Bewölkt, ja. Solange wie es nicht regnet, können wir noch ernten. Du, wo muss ich jetzt diese Milch holen? Jetzt bin ich dort. Aber wo kann ich das... Die ist auf der Rückseite von da, wo die... Mann, ja. Danke. Bitte. Ich stehe voll neben dran. Ist noch angeschrieben, Mensch. Steht, glaube ich, Haarmilch oder so. Ja, es ist gut. Ja, man kann das nicht alles wissen, wie das hier so... Oh Mann, ich hasse das, hey. Aber versuch doch dein Pad anzuschließen. Ja, geht wahrscheinlich nicht. Das geht bei mir auch nicht. Ich muss es immer, bevor ich das Spiel starte. So, ich bescheiße hier. Übrigens, nur so zur Info. Wir haben denn Fruchtzerstörung, so ein Mod drin. Wir können nicht über die Felder fahren. Oh. Da geht dann alles kaputt, was auf dem Feld ist. Ich bin immer weg. Ja, weil ich bloß... ich bescheiße mal. Das ist nicht so gut. Da können wir nachher nichts mehr ernten. Der Silas ist wieder da. Den Silas, den grüße ich. Den Nachnamen kann ich leider nicht aussprechen. Von daher lasse ich das. Berlin oder wie? Berlin. Wo? Berlin, ja, habe ich auch gesagt. Hat er sich, hat er reklamiert. Oder okay. Sie, Silas. War nicht richtig. Ist wahrscheinlich irgendwie... Berlin. Ach, einfach der Silas. Susanne Schaffer, danke fürs Abo und fürs Like. Und der Maximilian Metzenmacher schreibt noch, der Porsche hat zurzeit seinen Vater zum Testen. Und er fährt jetzt mit dem Lambo. Okay. Wollte ich mit meinem Vater auch machen, aber ich habe keinen Porsche. Das war der Haken, genau. Und jetzt mit der Milch wieder zurück zum Hof. Mit der Milch musst du jetzt entweder verkaufst sie. Wo? Sag ich dir gleich. Haarmilch. Muss ich erst selber gucken. Wörlin. Wie ist es nicht gesagt? Ja, wahrscheinlich sprechen wir undeutlich. Wörlin, ja. Wörlin. Silas Wörlin. Wörlin. Okay. Und die Susanne Schaffer grüße ich natürlich noch recht herzlich, da du mein größter Fan bist. Und die Pru könnte eigentlich mal zu Edeka. Die brauchen da mal Haarmilch. Sie ist dein größter Fan und heute das erste Mal dabei. Ja. So okay. Geht es, so ist es immer mit meinen Fans. Wenn die mich einmal. Wenn die mich einmal sehen, dann sind sie schon hin und weg. Glaube ich. Ich habe Angst wieder zu gehen. Okay, was hast du gesagt? Hey? Ich muss das zu. Edeka. Wo ist das?
Das ist auf der Karte, glaube ich, oben... Links. Links. Oben links. Da so Bäckerei. Ah, ja, sehe ich's. Ja, danke schön. Und auf die roten Ampeln achten. Wieso kostet das was? Ja. 2,50. Ah, das geht. Und es hat einen Blitzer auch unterwegs. Oh. Es ist sehr realistisch hier. Aber mit Blitzern kennt sich ja aus, da weißt du ja, wie die aussehen, wenn das blitzt. Ja, das weiß ich. Okay. Und der Marklin ist noch da. Schönen guten Abend. Schön, dich wieder zu lesen. Und der Silas fragt, wie lange der Stream noch geht. Ich schätze mal so 23 Uhr. Oder länger. Nichts Genaues weiß man nicht. Das kommt immer drauf an. Letztes Mal mussten wir auch beenden, weil dann angefangen hat, mein Internet zu spinnen. Heute hat es gleich zum Anfang gesponnen. Kann sein, damit es nachher länger geht, wenn es nicht mehr spinnt. Ja, aber ich glaube, das war mein Fehler. Okay, danke nochmal. Bitte. Sehr nett. Ja, ich geb's wenigstens zu. Hä? Was ist denn? Ich gucke gerade, aber diesen Förderband kann aber auch Silage nehmen. Genau. Aber das will nichts nehmen. Angeschaltet muss B drücken, glaube ich. Förderband. Jetzt ist A, jetzt ist angeschaltet. Ich muss ja zugeklappt sein, wa? Das müsste. Also die Deichsel müsste ja quasi nach oben gerichtet sein. Die müsste eigentlich nach oben gerichtet sein, ja. Genau, das ist auch. Warum will er das Lasch nicht nehmen? Ich komm grad mal vorbei, ich bin eh grad hier. Jo. Musik mal. Sieht erstmal gut aus. Läuft auch. Läuft tut's. Es greift plötzlich über. Irgendwo hatte ich schon mal dieses Problem. Was habe ich denn nachher gemacht? Keine Ahnung, warum das nicht geht. Du kannst es verschieden konfigurieren. Ich muss gerade mal noch schauen. Du kannst einmal... Aha, das ist bloß Standarddesign oder Abrollsicherung. Was anderes kannst du gar nicht machen. Und eigentlich sollte das alles nehmen. So ziemlich. Scheiße, die Stützen hat noch gar nicht draußen gehabt. Die Stützen? Müssen wieder Chat noch richten. Jawohl. Mein Beruf, genau. Was ist mein Beruf? Meiner? Nee, meiner. Elektriker bin ich. Vom Beruf.
Alter Schwede 54. Moin, moin. Walter. Jetzt muss ich nochmal schauen. Förderband aufklappen, abladen, beenden. Will er nicht, macht er nicht. So, Mike. Ja. Ich bin fertig mit der Waschanlage. Ich guck nochmal. Genau. Wollen wir starten? Dann müssten wir eigentlich die Mähdrescher zum... Der Maximilian Metzenmacher, sein Vater ist auch Elektriker, aber schon in Rente, hat eine eigene Bude. Und ja, wahrscheinlich läuft die Bude nicht schlecht, wenn sie da sich solche Fahrzeuge leisten können. So, was wir machen könnten, wir könnten eigentlich ganz viel Mais ernten. Also nicht häckseln. Sondern Körnermais. Körnermais. Das wäre alles bei Feld 53, 52 und 50. Müssten wir aber andere Schneidwerke haben. Da weiß ich gar nicht, ob wir welche haben für Mais. Für die. Ich gucke gerade mal, ich bin hier gerade auf dem Hof. Eins sehe ich schon mal für Mais. Ne, wir haben zwei. Genau, da könnte der Wolli eigentlich die Mähdrescher bereit machen mit die... Maisschneidwerke und die da schon mal runterbringen. Jupp, welches Feld als erstes? Ja, wir bringen mal die Drescher runter und kommen nachher. Ich glaube 53 würde ich anfangen. Jupp. Oh, jetzt gibt's Geld. Ja, ich habe vorhin etwa 3000 von dir verschwendet. So, und wie schnell warst du denn? Zu schnell. Ja, das muss aber verdammt schnell. Ja, wie über 2000. Ja, das ist auch sehr teuer hier. Die sind da wahrscheinlich die im Gestell oder so drin. Die Schneidwerke? Ja. Die sind hier im Regal 2. Wie lang? Im Regal 2, Wolli. Hier, wo ist der? Warte mal. Ich hab's gerade runtergeholt. Ach so, da ist es ja. Jetzt muss ich nur noch den Mähdrescher suchen. Wo ist die Kiste abgeblieben, Mensch? Also, er müsste auf dem Hof sein, ich weiß, ich hab mit auf dem Hof gebracht. Einer steht hier hinten. Ah. Oh. Aber wir haben eigentlich zwei. Ja, und den suche ich. Einen kann ich sehen, aber... Da sitze ich ja gerade drinne. Den zweiten sitze ich. Den habe ich schon gefunden. Ich stelle dir gerade rüber. Stimmt, der stand auf der anderen Seite. Auf dem Hof 2, da kann ich mich ja tot suchen. Nee, auf dem, wo es Hochsilo ist. Ach, jetzt war.
Mit welchem fangen wir an? Mit dem 53, glaube ich, das linke, oder? Das linke, okay. Dann setzen wir den ersten schon mal dahin. Aber der Wolli wartet hier auf den anderen. Oder soll ich die LKWs mitnehmen? Du kannst auch alles mitnehmen. Ach, stimmt, stimmt, wir haben ja auch Follow Me. Dann nehme ich doch glatt auch noch so einen LKW mit. Die Pru ist so still. Ja. Ich muss da ab und zu in deinem Chat da ein bisschen für Ordnung sorgen. Irgendwas ist gelöscht, ja. Und natürlich volle Konzentration beim Fahren, ne? Natürlich. Das war mir vollkommen wegen bewusst. Wegen der Strafzettel! Das wird nicht der erste bleiben. Ja, es war der zweite. Das hat keiner gemerkt. Ja, die Rechnung kommt bestimmt erst später hier. Ja. Ja, tschüssi, Lars, schönen Abend. Fahren wir komm. Du zuerst. Fahren wir mit LKWs ab, so wie es aussieht. Ja. Okay. Oder nicht? Ja, ja, kennen wir. Dann kann nämlich die Pru auch dahin kommen. Wohin? Feld 53. Oh nein. Kann ich. Ach so. Gibt's ja einen Weg. So ein komischer. Und gerade mit dem Anhänger da. Ja. Das würde. Alles klar. Das würde gehen. Ja, da kommt. Mann. Pirro, wenn jetzt ein Auto von vorne kommt, habe ich ein Problem. Ja, da kommt, glaube ich, keins. Wo fährst du denn lang, Pru? Kannst du mal kurz kommen? Ja. Ich bin ausgestiegen, kannst switchen. Du stehst, glaube ich, auf der anderen Seite vom Hof, kann das sein? Ich kann's ins Auto, also in den LKW rein. Ich habe das Fahrzeug flottartig verlassen. Muss ich erst finden. Aha. Ist das eine Abkürzung? Nein. Wie bist du denn da hochgekommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du kannst nicht einfach. Das ist aber ganz schlecht. Wo wolltest du denn lang? Da hat's so einen kleinen Weg da zum Sägewerk. Ich wollte den nehmen, damit ich hochkomme auf die Straße. Aber der Weg war ja nicht da. Ja, schön. Da geht nichts mehr. Kannst du ihn zurücksetzen? Na ja, da fährst du jetzt so lange, bis du denn wieder raus hast. Ja, fuck. Oh, wie fährst du denn da? Der Weg ist da hinten, ganz hinten. Wo denn? Bei den Schweinen geht der hoch. Das ist so ein Zickzackweg durch den Wald. Ja, genau, da würde ich hin. Aber der geht nicht. Wo bist du denn hier? Hä? Bist du durch den Zaun gefahren oder was? Nein! Bist du über die Rampe gesprungen? Wie kommst Nein. du denn da hin? Da, ich bin hier, da, entlang, da. Das ist sicher ein Wanderweg. Alter. Ja. Das ist ein Wanderweg, sicher.
Keine Ahnung. Ja, ich setze es mal zurück. Also, das kann aber gerade einen Moment dauern. Das glaube ich der LKW. Oh. So, der LKW sollte schon auf dem Hof sein. Jetzt müssen wir bloß noch den Anhänger finden. Oh, scheiß Laterne. Oder steht's beim Händler? Nee, dann müsst ihr auf dem Hof kommen. In der Mitte, wo die LKW stehen. Ja, genau. Da ist er auch. So, willst du wieder den LKW nehmen? Oder willst du mal ein anderes Fahrzeug? Ich möchte gerne ein anderes. Oha. Okay, was möchtest du denn machen? Keine Ahnung. Dreschen? Mähdrescher fahren? Das ist noch witzig. Ja, wenn ich fahre, wird das bestimmt witzig. Ich bin eh gleich am Feld angelangt. Dann machst du dann Abfahrer. Du kannst nachher in den Mähdrescher zwitschen und dann kannst du da... Aber ich bin kurz mal noch AFK. Okay. Nee, ich hab's gewusst, jetzt kommt irgendein Gegenverkehr. Oh, kommt ein Auto? Warte mal. Ey, ich sag's, ich sei da dran zu fahren. Ja, ich hab's gewusst. Ach ja. So, dann komme ich schon mit der Seemaschine. Ich sag mal eins. Frau am Steuer, das wird teuer. Schon wieder was passiert. Naja. Follow me, Helferin, in den Gegenverkehr reingerast. Ja, man könnte ja theoretisch, kann man ja auch den Verkehr noch ausschalten. Aber dann wäre es auch nicht mehr lustig. Ja. Das wäre dann wirklich nicht mehr lustig. Hier steht ja auch ein Blitzer an der 52. So, wir werden gleich mal die Seemaschine nehmen, dann werden wir noch... Dann gleich noch ein bisschen Saatgut mitnehmen. So, ich sollte noch ein Follow Me rausnehmen. Ja, wenn du dann anfängst zu dreschen. Ja, dann so verfolgt er mich. Kannst natürlich auch einstellen zum Pflügen oder so. Kannst auch seitenversetzt machen, damit er dann links oder rechts neben dir fährt. Das steht auch, ja? Ja.
Also könntest du jetzt eigentlich auch mit zwei Mähdreschern dreschen, wenn du alleine bist. Das würde funktionieren. Du kannst ja, sonst startest ja den Follow Me mit F, also mit Alt und Start und F, und dann kannst du ja mit W und S machst ja die Distanz, und mit A und D kannst du noch links und rechts machen. Ach so, okay. So, unser Helfer, der hat da glaube ich schon recht gut Sachen verkauft. Wo ist er denn eigentlich gerade? Oh, weiß nicht, ich glaube, der ist mit dem LKW da gängig unterwegs. Das Ach, da ist er schon. Ab Pferd 13 ist er. Die Susanne Schaffer ist wieder da. Warst du weg? Gar nicht aufgefallen. Hab ich gar nicht gesehen. Der größte Fan war weg? Der größte Fan war weg. Kannst mich doch nicht einfach hier so alleine lassen. So, aber wer denn gerne noch möchte, wir haben noch Platz auf dem Server, ihr könnt auch noch mitspielen. Ist immer eine nette Runde hier, macht immer Spaß. Bisschen realistisch fahren, also nicht querfeldein, und dann ist die Sache schon gegessen. Dann seid ihr schon mit dabei. So, seid ihr schon am Dreschen? Ja, ich bin schon voll. Ich bin schon wieder voll. Alki. Meine Güte, anständig bist du voll. Ja, ich bin immer betroffen. Da fährt man sich besser. Da fährt man vorsichtiger. Da will man ja nicht, damit die Polizei einen anhält, genau. Richtig. Ja, ich sehe gerade, ich hätte vielleicht noch mit dem Mähdrescher tanken fahren sollen. Der hat nur 261, also er ist noch nicht im roten Bereich, aber ich hätte mal jemand bald umspringen. Wo ist denn der Tatra? So, jetzt bin ich auch gleich da. Ich hoffe, das Feld muss nicht gefliegt werden. Hab noch nicht geguckt. Sitzt jemand gerade in Tatra drin? Ja. Ah, okay. Da kann ich ja irgendwie suchen dann. Ich glaube, die mögen sich hier gerade nicht. Ich glaube, man hätte den Klaas noch nicht einsetzen sollen. Also wie meinst? Weil, ja, der Serion, der überflüssig.
blüht gerade noch ein kleines Stück, was gerade gesät wurde, weil er in die Spur reingekommen ist. Ja, da wollte ich eigentlich schauen, aber jetzt bist du gerade da. Ja, ich habe gerade... Kannst du den anderen nochmal stoppen mit der Sämaschine, den können wir ja später nochmal starten. Ja. Aufpassen, damit er uns nicht alles unterflügt hier. Ich muss da vorne bloß auf die richtige Seite wenden. Das ist der Tausender, den will ich sichern. Boah, jetzt muss das auch noch gepflügt werden hier. Ja, die war drauf. Ist es schon wieder dreimal geerntet worden, ja? Ist das schon wieder gepflückt werden muss? Jo, das war eigentlich mal, das war nicht mein Plan, hier noch zu pflügen. Muss ich doch noch mit dem Flug hinterkommen? Mike? Ja? Wo hast du das Maisgebiss hierher für die New Holland? Vom Händler. Ja! Ja, aber meins, was ich selber habe, ist viel kleiner. Also das Ding ist ja fast noch 4 Meter länger als das, was ich habe. Das ist, glaube ich, das Standard. Das glaube ich auch. Von diesen Eckpalle oder Eckpalle oder wie das heißt. Genau, ich kann dir gerade mal schauen. Das ist größer als das Standard Schneidwerk von New Orleans direkt. Aha. Capello müsste das eigentlich sein. Das von New Holland ist 9 Meter und... Ja genau, 9 das, Meter. Und das sind hier keine 9 Meter. Das sind 12. 12 genau. Meter. Bestimmt 12. 12 Meter von Capello. Habe ich bloß gelb lackiert. Nein, das ist gar nicht das, was ich habe. Das müsste mir eigentlich an... Doch, zwei Stück wohl. Capello Quasar. HS16. Ja. Genau. Ja, die muss ich mir auch nochmal zwei kaufen. Zwei? Ja, ich habe zwei von den Dingern hier. Vom New Holland. Auf meiner Karte. Ich würde mir das nächste Mal ein Case kaufen. Ich habe auch einen Fan-Mähdrescher. Mike. Fan hast du auch? Ja. Ich habe auf der einen Karte. Aber für dich gibt es kein Mais. Ich habe nur den Class Monster. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich sehe, du hast ja ein Video gemacht auf der Südermann. Genau. Ist ja jetzt im Einsatz. Der ist jetzt im Einsatz. Den habe ich vorher schon mal auf der Karte gehabt. Oh, wie hieß sie wieder? Ich habe den schon mal gehabt. Und dann habe ich das eigentlich vergessen, damit ich den hatte. Aber der ist noch cool, der ist noch gut. Genau, auf der Bit7 Koi-Karte hatte ich den schon. Das war noch so eine Karte mit Schlamm und riesengroß, auch so eine Vierfach-Map. Oder größer sogar, ich weiß gar nicht. Die Susanne war kurz weg, die hat sich was zu essen geholt.
Okay, macht sie nicht wieder. Dann ist gut, wenn du es nicht wieder machst. Dann bin ich beruhigt. Mann, überall sind die Lenkräder noch zum Einstellen hier. So. Irgendwann bin ich auch so weit, damit ich da was machen kann am Feld. Dann sind sie schon fertig mit Ernten wahrscheinlich. Oh, hier passt noch was rein. Bist du schon wieder voll, Wally? Jo. Das braucht wahrscheinlich ein paar Abfahrer, hä? Eigentlich ja. Also eigentlich... Einer sollte schon unterwegs sein und die zweite sollte auch bald kommen. Wenn einer mal mit dem Treibstoff fast herkommen würde, das sehr schön. Boah, ich du hast ja nur noch im Tank. Ich bin im roten Bereich, 246. Oh, 100 Liter. Achso, jetzt habe ich das Rohr gar nicht auf. Okay, ich habe ja glaube ich irgendwo mal ein Auto gehabt. User disconnected from your channel. Treibstoff. Hab ich nicht irgendwo mal so ein Auto gehabt? Da. Mit dem Auto müsste ich ja das Fass noch hinfahren können, glaube ich. Wenn was drin ist. Da haben wir bald alle Fahrzeuge unten am Feld 53. Warte mal, da ist ja noch ein richtiger Treibstoffanhänger. 1350 Liter, das sollte eigentlich erstmal reichen. 3750, so. Bin unterwegs mit Treibstoff. Jo! Taste. Bist rausgesprungen aus dem Dröscher? Nee, aus dem LKW. Bei voller Fahrt? Nee. Bei mir fängt es jetzt schon wieder an zu haken hier das Spiel. Läuft nicht mehr ganz so rund. Ich habe 30 Millisekunden. Ich bin jetzt fast bei 70. Oh, nicht so schön. Uiuiui, 100. Ich hätte noch Treibstoff. Ja, ich kann was gut brauchen.
Wie dich muss ich ranfahren, damit das funktioniert. Aber es ist doch dich doch. Oh. Ja, bei mir sieht's nicht so gut aus mit dem Internet. So, der Taylor Böhm ist wieder da. Schön schaust du rein. Hallöchen, schönen guten Abend. Mann, da geht aber was rein bei dir. Der ist gerade mal halb voll. Oh Mann. So, die Crew ist irgendwie weg. Die ist bloß noch im Chat. Ja, jetzt bin ich voll. Ah, ich glaube, ja. Ich lasse mal den Tankwagen hier stehen. Der hat einen großen Durst gehabt. Ich habe noch 800 Liter. Ja, die Traktoren weiß ich nicht, was ich hier runtergeschleppt habe. Ob wie die eigentlich getankt sind. Voll waren sie auf keinen Fall. Du Mike, ich hab da mal eine Frage. Ich hab Gülle, 30.000 Liter auf dem Hof gelagert. Ja. Ja, aber ich krieg sie nicht wieder raus. Das Problem hat es auch mal gehabt, aber das. Ich krieg sie nicht wieder raus. Ich hab alles probiert mit zwei Maschinen, mit einem Güllefass, mit der Spritze. Ich krieg die da nicht wieder raus. Ich finde den Treckerpunkt. Dass da dieser Mod, die Güllelager-Mod oder wie? Nee, das ist das, auf dem Hof da, wo du Mist abladen kannst und wieder rausholen kannst, kannst du auch mit der Gülle machen. Du kannst da Gülle einlagern und wieder rausholen, aber ja, jetzt sind da 30.000 Liter drin und ich krieg sie nicht wieder raus. Das ist ein Fehler von den Modder. Das ist bei mir auch. Mist kannst du einladen, kriegst du wunderbar raus, aber die Gülle kannst du vergessen. Die bleibt dann ewig da drinnen. Das Problem hat es auch schon gehabt. Das hier auf der Karte, oder wie? Ja, und auf der Karte. Ja, auf der Südhammer ist genauso. Ich glaube, du brauchst da irgendwie so eine Datei. Aber frag mich nicht mehr, wie sie heißt. Oh, ich hab's vergessen. Da habe ich auch mal das Problem gehabt, auch mit den Tankstellen und so. Ja, mit der Tanke, die Tanke funktioniert auch nicht. Wieso fliegt denn der hier alles um? Bin ich denn hier, wo lange denn wir herfahren? Auf Feld begrenzen, der sollte doch gar nicht so weit fliegen hier. Was ist denn da los? Hm.
Und da hast du mit verschiedenen Fässern probiert, das wieder rauszukriegen. Ja, ob du mit dem Güllefass und oder mit dem normalen Kottefass, richtig, da habe ich raus. Komisch. Und beim Treibstoff ist genau das gleiche. Ja, das hier mit dem gelben Tank. Ja, da kannst du auch geil. Da kannst du ja keinen Treibstoff einlagern. Bei der gelben Tankstelle? Ja, die auf dem Hof ist. Das stimmt, hier, ja. Und bei Gülle ist es bloß andersrum, da kannst du Gülle reinmachen, aber du kriegst die Gülle nicht mehr raus. Ah. Probieren wir gleich mal aus hier. Ja, aber mach nicht so viel rein. Das ja, Schellen, tut mir leid, ich habe ein langes Rohr. Wenn du da dran stehst, dann funktioniert's nicht. Also, Gülle sollte ja bei den Kühen oder bei den Schweinen sein. Oh, wo bin ich denn jetzt? So, nehme ich mal den Dolly und hole mir mal so ein Güllefass. Und die Susanne schreibt, damit sie nichts mehr hört. Das liegt aber, glaube ich, nicht an mir, an uns. Lupi, Lupi, Dankeschön fürs Kompliment. Lupi, Lupi. 21 Uhr. 21 Uhr. Da hat einer noch Winterzeit. Oder hat sie 22 Uhr gesagt? Sie hat 21 Uhr gesagt, oder? Irgendeiner hat einen Roboter daheim. So, knapp 1000 Liter Gülle. Jetzt ist hier eigentlich. Irgendeiner hat Musik im Hintergrund. Irgendeiner hat Musik. Ich kann die Gülle schon. Ich krieg die Gülle schon. Da krieg ich sie raus. Gülle ist raus. Wolli. Ja. Das bei dir. Deine Frau ruft 21 Uhr. Ah, weiß ich jetzt nicht, das bin ich. Ja. Oh, 22 Uhr ist mein Wecker. Oh, Entschuldigung, sorry. Oh. Ja, hörst du wahrscheinlich gar nicht, weil du die Kopfhörer auf hast. Nee, ich hab die Kopfhörer auf. Ja, ich sehe dein Problem. Ich habe jetzt Gülle reingemacht und krieg sie nicht mehr raus. Also, Versuch. Nummer, keine Ahnung. Eigentlich müsste das ja hier bei dem kleinen Rohr da rauskommen. Ja, da ist ja auch so eine schwarz-gelbe kariertes Rechteck. Aber,
Passieren tut nichts. Oh, genau dasselbe Problem ist auch auf der Südheimat auch mit da drauf. Bei den Güllelager. Da klappt auch noch mit Mist. Einlagern und rausholen, aber mit Gülle nicht. Da muss ich mal schauen, ob das bei mir auf der Südheimat auch ist. Ich hätte gemeint, da habe ich schon mal Gülle raus bekommen. Das geht nicht. Jetzt nehmen wir mal das große Fass da noch. Probieren das noch, ob das geht. Also eigentlich sollte der Ton immer noch übertragen werden, sonst hätten die anderen wahrscheinlich auch schon geschrieben. Damit sie nichts mehr hören. Tut mir leid, Susanne. Susanne, damit du mich nicht mehr hörst. Aber ich glaube, das liegt diesmal nicht an mir. Ans Rechteck fahren und R drücken. Hat Schein geschrieben. Ja. Der scheint sich noch. Der scheint ihn noch recht auszukennen. Also wenn das so mit Dreifachschnalle auch funktioniert? Wenn das nur die R-Taste ist? Nee. Also mit dem Anhänger, jetzt habe ich natürlich wieder den anderen Anhänger dran. Da passiert hier nichts. Mit R. So, ich hole noch mal den anderen, schauen, ob es damit geht, wenn ich da R drücke. Da hast du mir ja eine Aufgabe gegeben, Bulli. Was zum Nachdenken. So, also ich habe nochmal 1000 reingemacht und schaue jetzt, ob ich da wieder was rauskriege. Aber es kann sein, damit da irgendwie noch eine spezielle Datei haben muss in deinem Mod-Ordner, damit das funktioniert. Ja. Da passiert hier gar nichts, ja. Oh! Übersehen, dass du voll bist? Nein, ich bin nicht vom Pedal hochgekommen. Bin voll ins Feld reingefahren.
Oh oh. Oh oh. Der geht auf mich. Hast du viel zerstört. Hast du wahrscheinlich einen Bleifuß, hä? Ja. Das ist der sogenannte Bleifuß. Der sogenannte Bleifuß. 10 Meter ist er bestimmt. Also, das denn für die Zuschauer, ein kleines Rätsel, warum können wir da Gülle einlagern und nicht mehr rausholen? Wie funktioniert das? Weiß das einer? Mal schauen, vielleicht weiß das einer. So. Habt ihr jetzt genug Abfahrer? Oh. So, schade, dass die Pru nicht mehr gekommen. Keine Ahnung. Lebkuchen 1, 2, 3, Hallöchen. Schönen guten Abend. Und der Ton ist perfekt, hat er noch geschrieben. Der Blast Man. Der Lebkuchen schreibt, damit ich krass bin. Boah, ey. Und der Michael Luig sagt auch, er hört alles tiptop. Und ich muss jetzt hier mal schauen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das mit dem Follow Me hinbekommen, oh, mit zwei Geräten zu fahren. Er muss da auf die Seite. Links. Ein bisschen verkehrt mit dem Flügen, aber nur so mal als Testen. Macht der jetzt das gleiche? Der fährt jetzt da, okay. So, schade, macht er beim Follow Me Mod nicht dasselbe mit dem Anbaugerät. Da wäre das eigentlich ganz cool.
Da will er nicht mitziehen, oder wie? Hm? Da will er nicht. Nee. Mit den ja. In Anbaugerät. Ja, du musst den Flug selber runter machen, damit es funktioniert. Wäre natürlich cool, wenn er das auch machen würde. Alles, was der Vordermann macht, der Hintermann auch macht. Tech Game, hallöchen, schönen guten Abend. Schön, bist du wieder dabei. Esslerchen, moin. Hallo? Lebkuchen. Lebkuchen 1, 2, 3. Ja, der haben wir aber auch einen Namen. Aber das ist schon wieder Weihnachten. Obwohl, bei uns in den Supermärkten, da rollt schon die Platze für das ganze Weihnachtsgelumpe. Schon. Also die fangen an, beim Abend Platz zu machen dafür. So, also es funktioniert schon mit dem Follow Me Mod, der macht einfach das Gerät nicht hoch, ansonsten kannst du ihn schön, kann ich schön fliegen hier. Mike? Ja? Vorgestern war Donnerstag. Vorgestern war Donnerstag? Ja. Kein Let's Play Bus Simulator 18? Nee. Nee, ne? Schade eigentlich. Ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe nicht alles zu spielen. Ja. Aber hast du jetzt das neue DLC von Train Sim World? Hab ich gesehen, hab ich mir schon angeguckt. Das scheint noch ganz interessant zu sein. Also ich bin gespannt auf die Strecke. Ja. Muss ich morgen unbedingt spielen. Und dann eine Runde mit dem Zug fahren. Wie teuer ist das Addon? Gute Frage. Ich glaube 35 Franken. Oh, bei Steam. Achso, das sind was sagst du? Ja, so 40 Euro vielleicht. Wow. Ja, das ist immer recht teuer, das Zeugs. Aber ich habe gesehen, sie haben so Angebote. Da kannst du mehrere DLCs kaufen. Viel günstiger, also als wenn du alle einzeln kaufst. Ja. Aber mit dem Spiel bin ich noch nicht so gut angefreundet. Ich bin dann nur mit dem Talent 2 und habe jetzt diesen GWR, glaube ich, einen blauen gemacht. Ja. Ja, ist noch schwierig. Das Train Sim World ist halt sehr realistisch. Ja, ist sehr hochanspruchsvoll, würde ich sagen. Das ist sehr anspruchsvoll, da habe ich selber Mühe mit dem Spiel. Wenn der Zug einmal ausgeht, kriege ich meistens nicht mehr an. Ich weiß. Da muss denn irgendein Hebel irgendwie umlegen, damit es dann irgendwie wieder anspringt. Keine Ahnung. Okay. Und Bus-Simulator. Ja.
kommt dann sicher nächste Woche wieder was. Mhm. Aber ich bin noch nicht weitergekommen. Aber wenn ich denn spiele, muss da schauen, damit ich da ein paar Missionen erreiche. Ich habe jetzt 4,4 Millionen. Puh. Ich hab noch gar keine. Ja, und du hast dich letzte Woche hast du dich verfahren. Ich hab gelacht. Ich hab gelacht. Ja, ich hab mich. Was ist Tobias denn jetzt so lang? Ja, ich hab vergessen, dass es nur auf der anderen Seite ist. Ja, wenn ich auf der anderen Seite bin, dann dreh ich. Okay. So. Und der Lumpi Lumpi fragt, wenn ich wieder ETS 2 mache. Das habe ich jetzt eigentlich, die Woche ist das, glaube ich, schon 2-3 Mal gekommen. Ich muss sagen, ETS, das kam die Woche zwei Mal kam das. Genau. Hatte ich Lust, mal wieder ein bisschen LKW zu fahren. Ich fange erst am Dienstag an mit dem LKW-Führerschein. Aha. Für die Feuerwehr oder was? Ja, krieg ich bezahlt von der Stadt. Cool. Ich darf noch bis 7,5 Tonnen fahren. Ich kann dann mehr fahren. Ich kann sogar mit Anhänger dann. Cool. Hat nur die Woche war verrückt. Wir hatten drei Einsätze gehabt. Montag, Donnerstag, Freitag. Zur selben Uhrzeit, 3:15. Selber Ort. Plus Zettel an drei verschiedenen Punkten an denselben Ort. Immer vorher, oder wie? Ja, der eine Waldbrand, das andere Ödlandbrand und das zweite war auch nochmal so ein kleiner Waldbrand. Ist denn immer noch so warm bei euch? Warm und trocken. Um so 30 Grad. Und der Regen, der hier runterkommt, der hilft auch gerade richtig weiter. Mhm. Ja, da muss ich sagen, dass bei uns nicht mehr ganz so warm. Also nächste Woche soll wieder richtig warm werden, aber jetzt war fast jeden Tag hat es geregnet hier. So, damit ich die Woche zweimal Rasen mähen musste. So ist der Rasen gewachsen. Oh, bei uns ist der Rasen immer noch braun. Schöne Farbe für einen Rasen. Ah, wenn man so anguckt, scheiße, bin ja voll. Mann, wo ist denn jetzt der andere Trecker hin? Oder hinten? Ah so, der kann gar nicht so schnell. Stimmt. Wenn man so bei uns immer so guckt, von Garten zu Garten, braun, 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 saftiges Grün, braun, braun. Da war einer wieder einen eigenen Brunnen irgendwo im Garten, hä? Das glaube ich auch so ungefähr. Hat der Shell oder wie heißt, hat der Mikro? Nein. Hat er nicht. Hat er nicht. Aber er hört uns. Er hat vorhin geschrieben, wo du von der Güllelager erzählt hast. Hm. Aber ich sehe ihn auf der Karte. Er hat quasi einen Chat an. Er hört es dann. Stream. Ja, da ist er gleich jetzt da. Das klappt ja super. Mann. Oh Gott.
Ja, habe aber keine TS-Nummer. Er hat eins, aber hat keine TS-Nummer. Ja, die kann ich sonst... kann ich ihm sonst geben. Danke. Lebkuchen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So, ich werde mal zu den beiden hier schauen gehen auf dem Feld, was da los ist. Zu uns beiden? Du meinst zu uns drei? Aha, ja. Stimmt. Also für den Sheldon mache ich gerade noch mal die Teamspeak-Adresse hier in den Chat rein. Da läuft er. Habt ihr nicht genug Fahrzeuge, damit ihr zu Fuß unterwegs seid? Ich weiß nicht, was ich da hinten mache. Ach, Abdecke. So, jetzt habt ihr bestimmt das Feld bald abgeerntet. 53 ist schon. Wir sind auf 52 schon. Aha, okay. Meine Güte. Wo war ich denn die ganze Zeit? Beim Güllelager? Ich brauche einen Abfahrer. Du auch? Ja. Bei mir passt nur 75 Liter rein. Ja, bei mir 300. 205, nee.
2,50, 2,52. Sind ja genug LKWs hier. Ich glaube, der Sheldon macht gerade eine Pause. Ja, vielleicht versucht er gerade in Teamspeak reinzukommen. Aha, der ist schon da, ja. Sehe ich gerade. Ah. Der Chef persönlich. User was moved to your channel. Hallöchen! Hallo! Er hört uns, glaube ich, nicht. Ah, er kommt jetzt mit einem anderen LKW. Jetzt hört man irgendwas. Hallo? Er hat bestimmt noch das Mikrofon und die Lautsprecher auf Standard. Er muss erstmal sein Kopfhörer. Stell, ich bin leer. Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hörst du uns? Ja, muss man was einstellen. Jupp. So, kein Wunder, mit der Traktor so ewig braucht, wenn der Tempomat bloß auf 9 km/h gestellt ist. Ja, wenn du den Helfer anmachst, wenn du darauf nicht achtest. So, jetzt habe ich da 4 Traktoren. Jetzt geht's! Jawohl, wir hören dich! Hörst du uns auch? Ja. Moin Moin. Servus. Und wie gefällt's dir denn hier bei uns? Ja, bis jetzt ganz gut. Du scheinst dich ja recht auszukennen hier mit dem LS17. Spielst du das schon lang? Ja, die Map jetzt hier seit 3 Monaten. Aber das Spiel selber schon immer. Immer. Ja, seitdem es halt rausgekommen ist. Der Chantal ist noch im Chat. Hallöchen, danke für dein Like. Ist leer, den muss ich noch voll machen hier. Hm.
So, jetzt sagt gar keiner mehr was. So, ich glaube, das gibt doch auf der Karte so Punkte, wo du Saatgut holen kannst. Kaufen kannst. Saatgut kaufen? Ich glaube am Hafen. Ja, weil ich bin jetzt hier bei Feld 85, müsste jetzt eigentlich extra zurück zum Hof. Und ich hätte gemeint, es hat ab und zu so Unterstände, wo du auch Saatgut bekommst. Hm. Ah, hier. Hab schon gefunden. Gleich gegenüber. Saatgut und Dünger. Musste gar nicht mehr nach Hause fahren hier. Das ist natürlich genial. Ich bräuchte gleich einen Abfahrer. Jawohl. Vielleicht kommt ja einer. Ich bete zu denen da oben. Ja, ich glaube, der eine LKW war jetzt nämlich voll. Da ist der Sheldon wahrscheinlich jetzt mit los, ich weiß es nicht. Ja, ist ein Bade ziemlich voll. Ja, ich könnte noch ich glaube, einer steht noch auf dem Hof. Könnte ich noch einen dritten mitbringen. Ja, der Tatra war so voll. So, okay, hier sollte das wieder laufen. Ich schau mal auf dem Hof. Oh, ein bisschen kriege ich noch rein. Also, ich habe noch einen gefunden, dauert aber einen Moment, bis ich da bin. Wo fährst denn das hin, Sheldon? Hast du zum Hof, oder? Bisher zum Hof. Ja, ist gut, ich weiß eh noch nicht, was wir mitmachen. Ich denke, wir machen Popcorn draus. Dieser Industriezweig fällt eigentlich überhaupt noch. Da können wir ganz viel Popcorn draus machen. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht schaut jetzt der Modder zu von der Karte oder irgendein anderer und macht jetzt eine Popcornfabrik. Ah, wie lange der Livestream noch geht, ich denke mal noch so eine halbe Stunde. Ich hab gar nicht gesehen, damit da jemand von vorne kommt. So. Ja, ein bisschen spielen wir noch, glaube ich. Bin mal kurz eben AFK. Jo. Okay. Das Blöde ist ja, wenn man Livestream macht, so, also seinen eigenen Livestream macht, das ist schlecht, wenn man AFK geht. Ja. Ich muss immer da bleiben. Da musst du vorher schon an alles denken, damit du hinterher nicht nochmal los musst. Trinken, essen und so weiter. So, jetzt bin ich gleich bei dir mit dem LKW. Das ist der falsche Weg, verdammt. Wieder verfahren? Naja, da war schon so eine Spur durch der Wiese. Ich dachte, hier ist das Feld, aber das ist das 53.
Sheldon ist ja auch schon wieder auf Rückweg. Ja, der fährt noch gut, muss ich sagen. Wo ist denn hier überhaupt einer? Ich sehe gar keinen. Hier ist auf der anderen Seite. Oh, falsch. Ich bin auch noch hier rumgefahren. Beide stehen sie. Ja, wollte ich aber nur, weil er nicht weitergekommen ist. Reh. Danke nochmal, Susanne. So, wenn du willst, kannst du schon starten, weiß nicht. Da kann der Wolli auch schon weiterfahren. Ich bin eh fast leer, noch 1000. Ist schon voll? Nee, 9000. Bei mir lohnt es noch nicht. Der Sheldon kann noch den Tatra wegfahren, wenn du willst. Ja, mach ich. Aha, das wäre auch ein Tatra gewesen. So, ich schau mal noch auf dem anderen Feld, da habe ich irgendwie drei Traktoren zum Pflügen und einen mit der Sämaschine. So, der ist wahrscheinlich fertig jetzt hier. So, gleich beim nächsten Feld hier anfangen mit Pflügen. Ich nehme an, das muss auch gepflügt werden. Jawohl. So, und da hinten kommen sie sich ins Gehege. Nicht die Dröscherfahrer, die was da pflügen.
Wollte sagen, bei uns passt bis jetzt immer. So. Oh, ich bin ja schon wieder fast voll. Hab ich hier gerade einen LKW in der Nähe? Ja. Der MAN, der bricht aber ganz schön schnell aus. Ja, habe ich vorhin auch gemerkt. Aber er fährt 90. Das entschuldigt es natürlich wieder. Ja. So, fliegen wir hier noch fertig. So, jetzt haben wir fast zu viele LKWs, ne? Der eine ist eigentlich gleich wieder voll hier. Prozent ist schon fast. Voll. Komm, nur fast. Tobi? Ja? Ich betreffe uns gleich in der Mitte. okay.
Also ich höre dann auf hier und fahre weiter rückwärts. Ah, schade, ich setze die nächste Flasche Bier mit. Ah, ist das ernst jetzt? Ich lasse eine verkackte Reihe stehen. Manchmal geht's nicht auf, das ist einfach so. Also schaue ich mal, ob der Wolli noch ein bisschen was für mich hat. Ein paar Maiskörner. Ja, 5000. Das reicht, da bin ich voll. Dann kann ich nach Hause. Dann kann ich nach Hause. Dankeschön. Bitteschön. So. Den Realistik-Mod haben wir ja raus. Da könnte ich ja da über den Berg schaffen. Rein theoretisch könnte man das, schafft man das jetzt wieder. Vorher war das ja schwierig. Musstest ja überlegen, wo du lang fährst. Ob du überhaupt da lang kommst. Und was für Geräte hinten haben wir das? Genau. Mit dem Ladewagen bin ich 8 oder 9 Stundenkilometer gefahren. Trotz so viel Leistung. Ja. Ich hatte den Klaas, glaube ich, mit 400. Oder wie viel er gesagt hat, hat er? Ja, 400 oder 410, weiß ich. Glaub, ja, und 400. Der Ladewagen, glaube ich, war 260, ne, ungefähr? Ja, glaube ich, ja, so eine Dreher. Ja. Ich glaube, der Realistische, der ist noch nicht ganz ausgereift gewesen. Der ist nicht ganz realistisch, nein. Er ist noch nicht ganz realistisch. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich hier hochkomme. Ah, ich werde schon wieder schneller. Könnte gehen. 5 km/h war ich jetzt. Jetzt bin ich schon bei 6. Meine Güte. Könnte ein bisschen länger gehen, bis ich wieder zurück bin. Jetzt ist noch meine Seemaschine leer. Oh, schon wieder 9 km/h. Schon rechter Geschwindigkeitsrausch hier. Da wird man auf jeden Fall geblitzt.
Das kann passieren. Der Blitzer im Wald. Wahrscheinlich hier so eine Wildkamera wird mich da erfassen. Na, was machen wir hier? Ich hau ab. Bin auch gleich voll. Uiuiui. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall schon ein bisschen Mais hier bei uns im Lager haben. Zwei Felder. Ich geh mal schnell schauen. Der nächste Livestream wäre dann wieder nächsten Samstag. Spätestens. Also eigentlich ist weiter keiner geplant. Nächsten Samstag Livestream wieder hier auf der Porta Westfalica. Für die, was das noch nicht kennen. So, Mais. Was haben wir da? 533.379 Körner oder Liter. Liter. Und da kommt ja noch ein Feld. Boah. Das gibt eine Menge Popcorn. Das gibt verdammt viel Popcorn. Oh, jetzt fehlt doch noch ein bisschen Butter, ein bisschen Zucker. Butter, weiß gar nicht. Butter. Butter können wir, glaube ich, gar nicht herstellen, oder? Nee, leider nicht. Zucker können wir herstellen. So, ich fahre dann hier wieder über den Berg drüber. Und lande. Falls der Sheldon mir entgegenkommt. Na, ich bin am Feld unten. Oh. Ich sollte schon anschalten. Ich lasse mal einen kleinen Vorsprung. Jo. Ah, hier kommt schon die Karawane. So, Helfer J wurde gestoppt. Ein. Keine Ahnung. Seid ihr jetzt fertig mit dem Feld? Muss ich jetzt zum nächsten? Ja, zuvor. Jo, wir sind auf Feld 50. So, ich starte dann auch mal.
So, da ist der Tank leer. Wo sind denn die anderen alle? Der ist da. So, genau, den habe ich gesucht. Saatgut habe ich ja mitgenommen. Okay, das passt. So, wie lange machen wir denn heute? Ich kann auf jeden Fall nicht lang machen, ich muss heute auf Arbeit. Schon wieder. Wie viel Uhr ist denn das, Mike? 23 Uhr 1. Oh, ja. Wie da ist das schon wieder? Also letzte Sonntag habe ich frei gehabt. Ah ja, da hast du auch. Wann muss jetzt denn da anfangen zu arbeiten? Ich fange um 12 Uhr an. Oh. Also so 12:45 Uhr. Macht mich meistens immer los. Ich hab's ja Gott sei Dank nicht weit zur Arbeit. 7 Minuten zu Fuß und ich bin schon da. Aber du gehst mit dem Auto. Nein. Heute nach Arbeit? Ja. Ja, die wollen alle morgen früh ihre Brötchen essen. Genau. Und Kuchen noch essen zum Kaffee. Kriegst du denn da eigentlich irgendwelche Zulagen, wenn du da... Leider nicht. Das muss man einfach so akzeptieren in dem Beruf. Quasi. Mhm. Schade. Ja, ich glaube, ich mache auch nicht mal allzu lang. Ne, Mike, das fällt hier bestimmt noch eine Stunde, eineinhalb Stunden mit dabei. Brauchen wir noch, oder was? Ungefähr. Ich kenne Feld 50.
Wenn du es alleine erntest, oder? Ja, wenn ich alleine mache. Ja, alleine ist auch blöd. Da ist alleine mir die Südtammer lieber. Ja. Die ist nicht so ganz so groß. Sheldon, kannst du auch zu mir kommen? Ja, bin gerade am Hof. Hier steht der Tatra, da brauchst du rein hinlaufen. Ah, er ist ja gar nicht drin da. Dann lauf ich da mal hin. Ah, bin hier, Moment. Dann nimm mal ein. Aber bei mir lohnt es doch nicht. Hast du noch Zeit? Was sagst du? Hast du noch nicht Sport? Nee, ich habe erst leer gemacht. Ich auch. Was war das? Das hat sich angehört wie ein Hund. Ja. Das war meine Bestie. Ein Chihuahua? Das sind ja. Ja, so ähnlich. Ein Jack Russell Terrier. Also eine kleine Fußhupe. Ja. Also groß ist er nicht, aber eigentlich ist es ein Jagdhund. Ach so, okay. Für die Fuchsjagd. Also eigentlich ist es der Hund von meiner Frau. Ich hab bloß Fische. Die sind ganz ruhig. Die machen auch wenig Arbeit. Die machen auch wenig. Ab und zu mal Aquarium sauber machen und das war's. Ja, da kommt einmal im Monat mal frisches Wasser rein und vielleicht mal die Filter putzen und sonst eigentlich jeden Abend ein bisschen Futter reinschmeißen. Das war's. Also das braucht nicht so viel Aufmerksamkeit. Nein, wenn das Wasser stimmt, dann eigentlich nicht. Dann ist das kein Problem. Und die Susanne fragt noch, ob sie meine Nummer bekommt. Da muss ich mit meiner Frau noch mal drüber sprechen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Da wird sie ein bisschen was dagegen haben. Aber du kannst ja gerne nächsten Samstag wieder reinschauen. Und dann können wir da über den Chat natürlich kommunizieren. Ansonsten kannst du natürlich auch unter meinen Videos schreiben oder auf meiner Facebook-Seite, die heißt, glaube ich, auch, die heißt Mike Let's Play oder Let's Play Mike. Jedenfalls auf Facebook. Ist auch in den Videos verlinkt. Genau. Das mit der Nummer, lassen wir mal. Ja, das mit dem Hund. Das wirklich ein Jagdhund. Gezüchtet für die Fuchsjagd.
Der ist noch recht schnell, der Hund. Obwohl er so klein ist, schaffe ich das mit dem Fahrrad nicht, den Hund abzuhängen. Da habe ich mal so eine Tour gemacht mit dem Hund. Und der Hund hat nichts Besseres zu tun. Ich fahre Vollgas mit dem Fahrrad. Und der Hund versucht, die Vögel noch auf dem Feld zu fangen nebenbei. So. Ja, ist gut. Ja, und ich bin sicher... Ja, weiß nicht, so 30, 35 oder schneller war ich, denke ich mal. Also 30 kriegst du schon mit dem Fahrrad zusammen. Ja. So, das Feld 85 ist auch angesät. Wieder. Oh, das habe ich irgendwie noch gedacht. Schau ich noch schnell, was die anderen Traktoren machen. Shell, bist du schon voll? Ja, das ist voll. Ach, wow. So, das 53 ist auch gleich fertig. Ja, ich hab. Aber. Das... Sorry. Ja. So. Was wollt's sagen? Das ist der Tatra mit den Kippern hinten dran, der ist sehr, sehr schmutzig. Na, na, das täuscht. Das täuscht. Ach, das ist eine Lackierung, ach so. Na, der New Holland hat ohne geil eine schöne Lackierung gekriegt. Bei mir sind nur die Räder dreckig, sonst geht das Ding eigentlich. Aber der Tatra sieht aus, oh wei. Ja, dann hast du mein Metro schon nicht angesehen, wie der aussieht. Ist er noch gelb? Unten nicht mehr, da ist er braun. Das Blaue sieht man gerade so noch so. Und oben sieht man noch das Gelbe. Er sieht aus, wie dass er in Arbeit war. Ja, so soll das ja sein. Die Traktoren hier auf der anderen Seite sehen auch nicht gerade so super aus, die da die ganze Zeit am Pflügen sind. Aber dafür haben wir eine Waschanlage, dann hat sie mal wieder was zu tun. Können wir ja nächsten Samstag, wenn ihr wieder mit dabei seid, können wir dann noch so einen Aufräumtag mal wieder machen. Ja, ich weiß, der Hof sieht ja aus. Nächsten Samstag, aber man muss gucken. Da wird auch später dazu kommen. Ja. Macht ja nichts. Der Bernd Hammer fragt, warum wir die Arbeit nicht mit Curseplay machen. Ja, da haben wir selber nichts mehr zu tun.
Und das Curveplay funktioniert doch gar nicht im Multiplayer. Ich glaube, das neue schon. Gab's ein Update, ja? Ich hätte es gemeint, ja. Aber das ist mir nachher... Ja, dann macht es keinen Spaß mehr, würde ich sagen. Das würde ich nämlich auch sagen. Ich hab's eigentlich gar nicht... Genau aus dem Grund, weil du dann... Hast halt deine Kurse und schickst nur noch die Leute von A nach B. Du bist ja dann bloß eigentlich noch Manager. Und mehr eigentlich nicht, oder... Sagst von wo nach wo sie fahren sollen und alles andere machen sie selber. Ja. Und ja, das ist nicht so meins. Also damit konnte ich mich... Ich habe das mal probiert, aber ich konnte mich damit nicht anfreunden. Habe ich mehr zu tun. Bin ich nur am Durchseppen, welches Fahrzeug wo steht und wo das nicht funktioniert und wo du wieder irgendeinen von da nach da schicken musst. Und ich sage ja, mit der normalen Helferfunktion kannst du eigentlich schon viel machen lassen. Von aber mit Helfern. Follow Me dazu. Und das funktioniert natürlich auch, ja. Das, also, für mich reicht das eigentlich so. Das Curseplay wäre dann wirklich, wenn du so, sage ich mal, hier alleine spielst und sagst, ja, okay, jetzt müsste ich da irgendwo, keine Ahnung, Zucker da und dahin liefern und könntest den dann losschicken, aber... Ja, wie der Wolli schon gesagt hat, alleine machen macht es doch mehr Spaß. Und außerdem muss man da erstmal die ganzen Kurse aufzeichnen. Genau, die musst du ja erstmal einfahren. Ich sag ja, und dann funktioniert es ja nicht reibungslos. Es ist ja nicht, damit es immer gut funktioniert oder dann hast du hast halt mehrere Fahrzeuge, was dann unterwegs sind und dann kommen sie irgendwo aneinander nicht vorbei und dann hängt es wieder oder irgendwas funktioniert immer nicht. Aber jetzt haben wir ja schon viel geschafft. Wir haben das erste Feld, was wir abgeerntet haben. Das Haferfeld? Das Haferfeld ist schon wieder bereit. Es wurde gepflügt und ist schon wieder angesät. Und das Feld 53 hinten mit dem Mais, das ist auch schon gepflügt. Und jetzt eigentlich gleich fertig angesät. Und jetzt ist eigentlich noch das nächste hier, das 52. Aber da sind sie noch alle am Pflügen. Da habe ich drei Traktoren drauf, ohne Curseplay. Mit Helfer. Ja, das funktioniert. Und das Feld 50 ist auch schon fast abgeerntet. Ja, ich hoffe, den Bernd, seine Frage haben wir somit beantwortet. Der Nico schaut noch rein. Ja, wir sind immer noch dran, Nico. Eigentlich wollten wir langsam aufhören, aber wir finden kein Ende. Es kommt immer wieder was Neues dazu. Genau. Das sieht eigentlich gut aus. Aha, jetzt muss ich natürlich noch den Traktor, der fast leer ist, noch zum Hof bringen. Ist immer noch rot an der Ampel. Hab bei rot angehalten, ist immer noch rot. Meine Güte. Boah, wir haben was stehen lassen. Hast du was stehen lassen? Nee. Aber platt treten kann man das nicht. Platt treten kann man das nicht. Die ist ein Halm am Stehen lassen. Jetzt fahr ich ihn platt. Genau. So geht's auch. Los hier. Jupp, weg ist er. Ach, da ist Sheldon. Tank mich ab. Und ich laufe hier in der Weltgeschichte in der Gegend herum.
Du trittst das Feld platt und er versucht da mühevoll deinen Drescher abzutanken. Jupp. So, gehe ich noch zurück zum Hof mit meinem weißen Glas. Treibstoff besorgen. Der Jan Niklas schaut noch rein, hallo. Und der Bernd meinte, es kommt drauf an, ob man das Curseplay vernünftig macht, also vernünftig einfährt, nehme ich an. Dann ist es vielleicht eine gute Sache, sagt er. Und die Susanne fragt, wie lange der Livestream noch geht. Ja, noch ein paar Minuten. Wie viel habt ihr denn da noch zu ernten bei euren Maisfeld? In der Mitte da unten wart. Ja. Ist nicht mehr viel. Ach, ganz wenig. Da würde ich sagen, machen wir noch das Maisfeld fertig und beenden nachher den Stream. Und wer noch will, kann natürlich noch weiterspielen hier. Mike, hast du auf der Südhammer dein Haus gefunden? Was hab ich? Hast du auf der Südhammer das Haus gefunden? Nein. Das ist ja direkt am Hof. Schon. Da, wo der, die, wo Saatgut und Dünger man kaufen kann, das Gebäude auf der rechten Seite. Saatgut und Dünger, muss ich überlegen. Aha. Der Saatgut und Dünger ist ja Richtung da, wo du zu den Hühnern gehst. Irgendwie. Genau. Da, ja. Genau. Und da davor, da auf der linken Seite, da wo der, wo ihr damals immer den Mähdrescher immer reingestellt hattet. Aha. Okay. Da hätte ich jetzt nicht geschaut. Wäre mir sicher aufgefallen, wenn ich hätte den Mähdrescher wieder reinstellen wollen. Das seht nicht mehr. Da kriegst du maximal noch das kleine Auto rein, das passt doch nach vorne hin, aber mehr aber auch nicht. Aha. Aber schön voll möbliert eingeräumt. Das muss ich mir mal anschauen. Da habe ich nicht gesucht. Ich habe überall gesucht, aber da auf dem Hof wäre ich nicht drauf gekommen, damit da irgendwo das Haus ist. Ich glaube, Wohnzimmer, Küche, Bar, zwei Badezimmer, zwei Schlafzimmer. Ne, drei Schlafzimmer. Oha. Kannst du drei Frauen haben? Quasi. Und einmal einen mitnehmen.
keine Ahnung. Ist der immerhin voll? Der dürfte eigentlich nicht voll sein. Aber wenn der Tatra leer ist, kannst du ihn eigentlich mitnehmen. Dann schmeiß mal alles in Tatra rein, der da hinten steht. Ja, der müsste leer sein. Ah, passt der bei dir? Ja, genau. Ja, sehen wir mal, wie dein Jordan aussieht, ja. Oh, wie schmutzig ist der denn? Oh, der glänzt ja mal immer noch. Da ist deiner RW neu. 58 Stunden? Nee, der ist alt. Ja. Aber meiner ist der neueste, der hat noch 31,8 Stunden. Oh, er blinkt sogar. Ja. Bin ich viel zu faul zu. Du musst doch den nachfolgenden Verkehr zeigen, wo du hin willst. Irgendeiner sammelt gerade Eier ein? Ja. So, ja, mal sehen, mal eine Bratwurstbude an der Netten hier. Genau, könnt ihr euch eingenehmigen? Rechnung geht auf mich. Von Helmut. Von was Helmut, ne? Currywurst, Pommes? Ah, was hat er denn? Currywurst, Hähnchen, Hamburger, Pommes. Also, ich nehme dann zwei Currywürste. Zwei? Das weiß ich nicht, ja. Ob du das verdient hast. Ich nehme Hamburger. Verdammte Kirche hier oben. So, haben wir doch wieder einen Haufen Sachen gemacht heute. Da hat einer aber einen alten Stuhl.
der da so knarrt. Meiner nicht. Meiner auch nicht, der macht gerade hier auch keine Geräusche. Bitte. Ach du meinst das hier oder was? Was ist das? Das ist total. Das ich weiß nicht wie ich das ölen kann oder sonst irgendwie. Das ist das Lenkrad. Und das macht immer Geräusch. Irgendwann mal hat es gemacht. Ich hab's ja über ein Jahr schon. Ja, das. Ihr habt dasselbe Problem. Wenn jetzt mein Mikrofon so eingestellt, Mensch. Der Maximilian schaut noch rein, Hallöchen. Ach nee, das ist doch blöder. Was ist passiert? Ich dachte, ich komme mit dem Schneidwerk mit dem Maisgebiss auch noch in die Waschanlage rein. Das habe ich genau gewusst, damit du das jetzt sagst. Du musst doch hier draußen waschen. Ja. Normalerweise kommt das ja auf dem Anhänger. So breit, wie es ist. So, Feld 52 ist auch gepflügt. Was hast du denn drauf gemacht? Mais. Ach so, Mais, aha. Ja, das nächste Mal häckseln wir dann mal wieder oder so. Dazu sollten wir erstmal ein bisschen Silage loswerden. Genau, Silage haben wir auch noch einen Haufen. Ich muss da noch schauen mit dem Förderband. Ja, warum das nicht gehen will. Also rein theoretisch soll es eigentlich so aufnehmen. Ja. Ich denke, die Waschstraße ist umsonst. Musstest du was bezahlen? Nee, da bei mir steht oben links in der Ecke berechnet Kosten Waschhalle 15 Euro. Bei mir steht 11 Euro gerade. Tja, warum das denn? Ihr habt sie dreckig gemacht, jetzt müsst ihr dafür bezahlen. Weiß ich gar nicht, ist mir noch nie aufgefallen. Da steht links oben, Steuerung, Berechnungskosten, Waschhalle, 15 Euro. Aha, links oben habe ich immer das vom
vom Livestream. Ja. Sehe ich das gar nicht. Wieso hast du keine zwei Monitore? Doch, ja? Doch. Doch. Zwei. Auf den einen ist eigentlich Teamspeak und der Chat und der Stream selber und auf den anderen spiele ich eigentlich. Aber da habe ich oben in der Ecke ist da noch so eine Anzeige, ja, ob ich live bin und so weiter und so fort, wie die Qualität ist. Ton sehe ich noch. Ja. Ja. Mike, ich weiß noch, was wir brauchen. Oder ich weiß nicht, ob du das schon hast. Was denn? In der Futtermischhalle. Wie kriegst du das Futter, also das Schweinefutter und das Kraftfutter, wie kriegst du das da raus? Mit dem Radlader. Ja. Nee. Viel zu mühselig. Was denn? Förderbahn. Nein. Das passt nicht rein. Du musst die Stehfräse mal kaufen. Muss mal unter Mods gucken, unter Geräte. Da ist eine Stehfräse, die ist so orange. Ja. Das ist ein Stehräumgerät und das kann auch gleichzeitig alles Mögliche aufnehmen. Und dann machst du das einfach vor auf dem Trecker, nimmst das Gewicht ab, nimmst die vorne ran, Anhänger hinten ran, fährst da rein, machst V oder ich Taste 19 bei mir. Ja, und dann schweißt er das in den Hänger. Ja, ich kenne das Gerät. Mensch, wie heißt das Ding noch? Belt, irgendwas mit Belt. Ja, ja, ich weiß schon, welches du meinst. Mit dem Schnee hat das bei mir nicht gut funktioniert. Nein, nein, nein. Ich hab's auch nur bei jemand anders gesehen. Ich hab's und mir dann immer gekauft, kostet glaube ich 11.000. Und hab das ausprobiert. Wunderbar. Und ich hab eben mal geguckt, ja, ihr habt ja da 200.000, 300.000 Kraftfutter drin. Schweinefutter, Riesenhaufen. Ja, die Schnitzel müssen gefüttert werden. Die Schnitzel, die wo Schweinefleisch, wo Schweine hinkommen, aber aus Rindfleisch hergestellt werden. Ja, genau. Guck mal, da habt ihr 381.000 Schweinefutter, nee, 177.000 Schweinefutter. Ich weiß, ich habe die Futtermischhalle erst vor kurzem voll gemacht gehabt. Ja, ja. Was machst du da eigentlich mit einem Riesenhaufen? Das sieht aus wie, keine Ahnung, bist du krank? Bist rausgefahren auf wo das Ding zu? Ja, aber guck mal, du bist zu zeitig reingefahren. Ja, 10.000 und 11.420 ungefähr. Sieht ja, wie wir, och, da musst du ja, oh Gott, das nicht. Du musst ja reinfahren ohne Ende. Das sieht nicht gesund aus mit dem MAN. Naja, der MAN ist schon mal sauber, aber der Anhänger nicht. Hat das nicht geschafft. Der Kabel ist sauber. Der klemmt gerade fest im Tor. Schaffe ich es noch, mir das anzuschauen? Ja, ist doch in der Trocknungsphase. Aha. Ja, irgendwie brauchen wir dann auch neue Stoßdämpfer, glaube ich, hinten.
Ich glaube, er klemmt fest. Die hinterste Achse ist noch dreckig. Und schon wieder ein neues Tor für die Waschhalle. Big Wash. ja, nein. Nein. Oh je. Ist er müde? Kann er nicht mehr. Ist schon älteres Modell. Ich hole mal, ich hol mal einen Radlader. Vielleicht können wir was machen. Held on, aber nicht abhängen, das Ding. Nein, nein. Hilfe kommt sofort. ADAC? ADAC. Die können da nichts mehr machen. Aber Motor ausgemacht. Jetzt ein bisschen Sprichsporn. Fast. Noch ein bisschen. So. Wenn du rückwärts reinfährst, kannst du den Rest waschen. Aber keine Angst, das ist uns auch schon allen passiert. Manch einer will ja auch mit einem Mähdrescher und Schneidwerk rein. Das passt, aber mit kleinerem Mähdrescher. Ja. Ich mach mal die Regale hoch. Okay. Achso, ich werd mal die Kartoffelwaschanlage gucken. Ich mach mal die Füße hoch. Läuft die noch? Die läuft noch, glaube ich. Ja. Ja, läuft noch. War's da? Ja. So, wie viel Mais haben wir denn jetzt? Reichlich. Oh, können wir ja bald zum Zirkus fahren. Mais. 672.000. Oh. Ordentlich Schweinefutter. Ach, wir haben auch nur so wenig Schweinefutter. Da guck dir mal an. Nur noch 8.700. Im Lager. Ja, hier im Lager. Ja, genau. Im Lager haben wir aber dafür noch über 1 Million Häckselgut. Und plus das noch, was bei der PGA noch rumschwirrt. Und Stroh, über 1 Million. Scheiße. Hafer haben wir auch. Über 700.000, okay. Alles das, was wir brauchen, haben wir nicht. Ich habe 2 Millionen Zuckerrohr. Da Zuckerrohr. Passt nicht 1,5 pro Fruchtart, sondern 2 Millionen rein. Habe ich mich auch gewundert. Zuckerrohr. Das ist doch so mühsam zum Ernten. Ja. Unheimlich. Gibt's ja auch ein paar schon ein paar Mods dafür. Ja. Zum Beispiel diese Holmer, die können ja auch Zuckerrohr ernten. Diese ja, mit dem habe ich das auch gemacht, bloß auf Feld 81.
eine Bahn voll. Also nee, eine Bahn war der Hänger voll. Wo bist du, Feld 81? Ach, das da unten, eine Bahn, ja? Eine Bahn. Da war das Ding voll. Nicht schlecht. Deswegen bin ich auch über 2 Millionen gekommen. Und das Blöde danach war, das wächst nach wie Gras. Das brauchst du nicht neu sehen. Ja, ja. Nach dem dritten Mal musstest du aber irgendwie neu sehen. Genau, ja. Dreimal. Ich glaube, dreimal kannst du es ernten und dann musst du wieder neu machen. Ich hab's gleich beim ersten Mal umgeflücht. Ich hatte keinen Bock mehr. Was soll ich mit so viel Zuckerrohr? Wo soll ich rum. Das lagern? Rum! Da kannst du Rum von machen. Alles ja, in die Rumfabrik. Ja, her mit den Rum. Das ist so eng da. Oh Mann, ey. Also, ich würde sagen, für heute haben wir, glaube ich, genug gemacht. Ja. Dresizock ist noch da, der hat letztes Mal mitgespielt. Hallo, schön, schaust du noch rein. Vielleicht kommt er auch mal wieder. Wo ist Heiko denn heute? Heiko ist bestimmt bei Matze. Matze streamt bestimmt auch und dann spielt Heiko bei ihm. Mhm. Finde ich natürlich ein bisschen schade, hätten ja trotzdem Samstag bei mir mitspielen können. Und... Ah ja, die sind auf ihrer Multiplayer-Karte. Ja, und der Schiller war auch schon dreimal nicht mehr da. Der ist bei denen auch mit dabei. Der ist, Schiller ist der LU. Genau, der Schiller hat auch gewechselt. Aber sie haben auch nicht so viel Freude. Was? Ja? Hat der Heiko letztes Mal erzählt. Ah, letztes Mal war es ja nicht da. Also mit den Schiller haben sie nicht so viel Freude. Ach so. Ja. Ja, aber wir sind ja hier immer, ein, zwei finden sich ja immer hier zum Spielen. Das ist ja noch gut. Kommt ja immer ein neuer dazu, wir schalten gerade. Ja. Vielleicht kommt dann das nächste Mal auch wieder. Er ist noch am Aufräumen. Also das nächste Wochenende habe ich mir extra freigehalten noch. Ja. Also nächsten Samstag. Ich muss zwar nach Hamburg, aber egal. Ich bin dann so Viertel vor acht, bin ich auf jeden Fall gekommen. Ja, wäre cool. Nee. Ach, und ich muss jetzt Schluss machen, ich muss los. Also... Viel willst Spaß. Du jetzt zur Arbeit, oder was? Wie bitte? Willst du jetzt zur Arbeit? Ja. Oh. Also viel Spaß auf Arbeit, nicht so streng. Das will ich haben. Mach's gut, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ja, der Sheldon schaut noch, was alles zu tun ist. Da gibt's noch eine Menge aufzufüllen. Weizen ist uns ausgegangen, das müssen wir erst noch ernten. Ja, jede Menge. Und das haben wir doch vor zwei Wochen alles gesehen. Und, ja. Ich weiß nicht, welche Felder mehr da drin okay, sind. Okay, jetzt Feld aber. 7, tschüss. Hey, tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Feld 7, Feld 4. Ja, das können wir das nächste Mal schauen. Aber kaufst du denn die Schneefräse? Da weiß ich noch nicht. Weil es ist immer schwierig für Leute, die noch mitspielen wollen, wenn da so viele Mods sind. Deswegen habe ich das immer versucht, so wenig wie möglich hier reinzunehmen. Obwohl es eigentlich schon recht viele sind. 24 mit Karte, glaube ich. Ich habe heute für die Pro habe ich das auch bereit gemacht, damit sie mitspielen kann. Und da muss ich dann selber schauen, was da eigentlich alles drauf ist und das geht ja nicht. Einfach schnell, schnell, schnell. Also wenn du die nicht hast. Ich sag mal so, für Leute, die eigentlich das regelmäßig spielen oder viel spielen, die haben eigentlich die Mods. Die meisten schon. Ich habe auch so einen Milchtransporter. Einen weißen. Ja. Da steht drauf, müde Männer macht Milch munter oder so. Genau. Milch macht müde Männer munter. Milch macht müde Männer munter. So.
Genau. Ja, der Nico ist noch im Chat. Der sagt schon tschüss. Der Nick. Grüße ich noch. Und wie viele waren insgesamt da? Insgesamt weiß ich nicht. Momentan sind noch 20, die zuschauen. Ja. Und sonst haben wir mal so zwischen 20 und 30 Zuschauer gehabt heute. Ja. Das ist eigentlich gut. Wie so letzte Woche der Stream, da waren bei 600, etwas über 600 Anrufe. Ja, Aufrufe, ja. Aufrufe. Ja, heute ist... Ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Muss ich nachher schauen. Vielleicht so 300, 400 werden das schon geschaut haben, mal reingeschaut haben. Ist ja nicht, damit jeder, der auf den Chat schaut oder der schaut, auch schreibt. Das ist ja, sag ich mal, nur die hartgesottenen, nur die guten Fans, die da schreiben. Die Hardcore-Elite. Genau. Wie der Erik ist auch noch da. Dresi zockt. Sagt auch gut Nacht. Kommt vielleicht auch mal wieder spielen. Genau. Esslerchen sagt Hallo und wir sagen jetzt eigentlich Tschüss. Also ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön habt ihr da geschaut, kommentiert und mitgemacht. Und nächsten Samstag wird dann wieder Livestream hier. Also ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Bis nächsten Samstag. Ciao, ciao.